Du hast dann noch einen Hosenknopf offen, wenn ich dir das so darf sagen, dass ich gerade auf deinen Schritt geschaut habe. Aber ja, es ist so. Ja. Das fällt sehr gut an. So, ich glaube, wir fangen mal an, oder? Das Warm-up ist geglückt. Genau, es ist alles schon aufgezeichnet. Es kommt alles. Ich sage jetzt einmal Pony M und nachher sagt der Joni. Ja, das ist gut. Welcome. Welcome, danke. Pony M ist entstanden wegen Joni M. Ah, don't go there. Es ist einfach nur eine blöde Geschichte. Es ist mehr Zufall gewesen als Kalkül. Ich glaube, ich würde es heute anders machen. Aber jetzt lohnt es sich nicht mehr wegen dem Branding. Und nach der Hochzeit hast du nicht überlegt, Pony MM? Ich habe einfach nur einen Mann genommen, den ich gefunden habe. Ich bin zu jedem, den ich datet habe, und gesagt, schau, wenn du mit M zum Nachnamen heisst, müssen wir das gar nicht anfangen. Du hast jetzt MM im Nachnamen? Ja, es geht eigentlich. Heisse ich einfach Moreno. Aber das Meier, das bleibt jetzt halt noch, wie es nimmt Joni Meier halt. Ja, yeah. Sehr schön. Ich finde es toll, haben wir es geschafft. Ja. Für mich kein weiter Weg, für dich eher. Ach was. Also, es ist eigentlich toll, dass du es geschafft hast. Danke schön, dass du da bist heute. Mit Freude. Danke fürs Kommen. Ja, wirklich, sehr, sehr gern. Wir kennen uns auch schon eine Zeit lang. Ja. Weil irgendwie sich das recht früh ergeben hat, ja, über den Raffi, genau. Zucki-Hund. Mhm. Weil sie die Ersten gesehen sind, die so kleine Mixed-Shows gemacht, genau, haben in der Schweiz. Mhm. Und das ist mittlerweile ein Label. Genau. Heisst Comic-Karte. Genau. Und dort bist du irgendwann auch noch dazu eingestiegen. Genau. Ja. Und der Fabian Unterrecker ebenfalls. Richtig. Und was ich jetzt mega geil finde, jetzt machen wir so Themen über. Genau. Ich bin natürlich jetzt, durch das, dass ich ein kleines Kind habe, bin ich da eher ein bisschen aussen vor. Also ich trete dort auf und ich tue es beim Organisieren helfen, wenn es irgendwie geht. Genau, jetzt haben wir so Themen gemacht. Also zum Beispiel im Clouds sind wir gewesen, Comedy in der Cloud. Mhm. Das war mega lässig, so mit der Aussicht. Dann haben wir einmal das Krematorium, wo wir im Krematorium Comedy machen. Das ist ja Comedy-Ort schlecht. Es ist einfach für die, die gerne schwarzen Humor haben, ist es ideal. Genau, ja. Und was ist noch im Gym? Gym? Und im Zolli sind wir auch gesehen. Im Zoo, genau, das war an meinem Geburtstag letztes Jahr. Genau, ja. Ja, es ist cool, dass man mit einer Führung tut man so anhalten. Mega. Und dann mit dem Restaurant, oder mit dem Masualahall im Hintergrund, das ist wirklich lässig gewesen. Und du trittst eigentlich mehr so nebenbei auf, wenn man sagen. Mehr Hobby, ja. Genau. Und du hast etwas gemacht, wo im 2020 ist ja mega trendy, Homeoffice zu machen. Ja. aber du hast es eigentlich schon früher gemacht. Mhm. Ja, ich habe dann Homeoffice erfunden, damals. Nein, ich habe, 2013 habe ich mal an einem Nachmittag, also man muss natürlich schon vorausschicken, dass ich den Raffi sehr an das Ganze an. Ich kenne den Raffi schon, Jesus Gott, den Raffi kenne ich 12 Jahre. Erst? Ja, ist nicht länger, aber also 12 Jahre. Also wenn man bedenkt, dass ich 24 bin, ist das recht lang. Ich meine von Geburt an. Wir haben uns dann getrennt, auch wenn er 3 Jahre älter ist als ich. Nein, ich habe immer so das Gefühl gehabt, also es hat immer so gewirkt, als wären die wirklich so quasi schon zusammen in Kinski oder so. Nein. Aber halt, wir haben uns einfach immer sehr gut verstanden. Aber oder? Halt vor 12 Jahren, oder? Vor 12 Jahren damals. Haben das so damals Mann, im Kinski vor 12 Jahren haben wir uns kennengelernt. Kinski. Gut, wir sind auch nie, also von der geistigen Reife her auch nie weit darüber rausgekommen, ehrlich gesagt. Genau, und ich bin halt durch ihn. Das Zucki-Hund-Ding, das hat er am Anfang eher für Freunde gemacht und privat. Und ich habe viel von diesen Memes schon gesehen, bevor sie überhaupt publiziert worden sind. Und ich habe natürlich durch ihn auch Zugang gehabt zu dem ganzen Facebook-Page-Ding. Ob ich das jetzt von mir aus gemacht hätte, das weiss ich gar nicht so recht. Also das kann ich nachträglich gar nicht sagen. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann am Samstag Nachmittag, das weiss ich, habe ich Siesta gemacht. Und nachher habe ich gefunden, komm, jetzt probierst du das einfach. Und das ist. Und dort hast du einen Artikel sozusagen. Irgendwie 5 Texte, die ich mal geschrieben habe. Ja. Aber ich habe vorher nicht regelmässig geschrieben. Mhm. Oder das hat dann angefangen und ich habe gemerkt, dass ich das wahnsinnig gerne mache. Und dass es irgendwie ankommt. Mhm. Und dann habe ich glaube, es sind 2 oder 73 Tage, nachdem ich Pony M gegründet habe, ich gekündigt.
Weil ich gefunden habe, krass, das muss ich jetzt... Ja, gell, ich war nicht gebunden, ich hatte eine kleine, günstige Wohnung, mhm, ich hatte kein Kind, gar nicht. Ich habe gefunden, hey, das ist jetzt der Moment, wo ich das ausprobieren muss. Plus, ich bin nicht schlecht ausgebildet, also einen Job finde ich wahrscheinlich, wenn es jetzt tatsächlich in die Hose geht, finde ich einen. Ja. Rücklagen hatte ich auch so ein bisschen. Ich habe etwa 700 Jahre studiert, also ich bin mir gewöhnt gewesen, dass ich nicht viel Geld gebraucht habe. Mhm. Ja, und dann hat das funktioniert. Ja. Das ist das, was ich immer sage, wenn man jung ist, und vor allem in meinem Fall ist das nicht so gesehen, aber wenn man sogar eine gute Ausbildung hat, dann kann man ja 3, 4, 5 Jahre mal etwas ausprobieren. Genau. Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du immer noch sau jung und kannst immer noch einsteigen. Ja, also so mega jung bin ich da. Also ich bin da, was bin ich da gewesen? 31, also doch auch schon über 30. Yeah. Aber... Ja, also ich finde... Aber das meine ich, also dann, ich meine auch mit 35, 36 bist du immer noch jung in der Jobwelt. Ja, gell, musst du natürlich, also musst du noch ein bisschen schauen, was für eine Karriere das du willst, oder? Weil das sind doch so ein bisschen wichtige Jahre, schon wo klar, die anderen dann voraus sind, wo du dich mit ihnen bewirbst. Herzchirurg. Genau, wenn du dann mit 36 entscheidest, hey, ich könnte jetzt doch mal noch Herzchirurg werden. Langstreckenpilot. Genau, richtig, genau. Ich habe dann gedacht, Nein, aber es ist gell, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Und da bin ich eher überrascht gewesen von mir, weil ich doch jemand bin, der sehr gerne weiss, was wann passiert. Und ich bin jetzt nicht so die sagt, hey, fuck it, ich tue jetzt alles anschmeißen. Yeah. Und im Nachhinein ist das eine der besten Entscheidungen gewesen, die ich je getroffen habe. Aber es ist etwas gewesen, wo ich eigentlich schon genug überzeugt bin. Also ich glaube, ich brauche viel, bis ich solche Entscheidungen... Es ist jetzt nicht einfach, dass ich das so gemacht habe und gefunden habe, ich habe wirklich das Gefühl, doch, ich bin eigentlich abgesichert, und falls jetzt das wirklich schief geht. Hast du gleich 73 Nächte drüber geschlafen? Ich habe 73 Nächte drüber geschlafen, 73'000 Schafe, lang überlegt und genau. Was ich aber faszinierend finde, in den verschiedensten Bereichen, der Bendrit ist schon da gewesen, der Büssi ist schon da gewesen, und du natürlich in einem völlig anderen Bereich, aber alles, was über online Erfolg gekriegt hat, ist eben spannenderweise nie irgendwie geplant oder berechnet oder was weiß ich gesehen, sondern eben, ich probiere es mal. Und dann gibt es immer den Moment, wo völlig nicht in der eigenen Kontrolle ist, wo man merkt, wie auf einmal die Lawine irgendwie ins Rollen Dynamik, kommt. Die Dynamik, ja. Das ist beim Büssi gesehen mit seinem ersten Bachelor-Video, wo nachher irgendwie eine Million gehabt hat. Das ist beim Bendrit gesehen mit seinem ersten Video, wo über Nacht, wo er gesagt hat, er ist geschlafen und am nächsten Morgen hat er 4'000 Likes aus dem Nichts. Ja, ja. So, und bei dir, du hast eben deine Texte einfach mal auf Facebook geknallt. Genau. Und dann hast du auch... Hast du denn die ganze gecheckt oder hast du denn irgendwann einfach gemerkt? Ja, natürlich, am Anfang, also sowieso, logisch, also wie das ist ja, also ich habe dann auch irgendwie, gerade Raffi hat dann die Page einmal geteilt auf dem Zuckihund und von dann an, also sind glaube die ersten 400, haben dann geliked und ab dann hat das wie eine Eigendynamik entwickelt und ich habe nie mit dem gerechnet, das passiert mir immer wieder, dass irgendwelche Leute sagen, hey, was ist denn dein Rezept? Und ich glaube, mein Rezept ist, dass ich einfach absolut keine Ahnung habe, was ich mache. Also nach wie vor, also ich, also jetzt gerade, wenn man jetzt schaut mit Corona, oder, da muss man sich ja wieder so ein bisschen neu erfinden, gerade wenn man von der Bühne lebt, oder, das ist ja für mich dann von dieser Online- Geschichte auf die Bühne gegangen irgendwann, also über Buchpublikation dann zu Lesetouren, wo wirklich sehr gut funktionieren. Keine Ahnung warum. Also ich finde es lässig, aber ich könnte jetzt nicht rein stichpunktmäßig sagen, darum funktioniert das. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ein von diesen Punkten ist, dass es das halt sonst nicht wirklich gibt. Mhm. Also es geht niemand mit Kolumnen Lesetouren regelmässig Lesetouren machen. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen eine Mischung von Comedy, aber auch ernst und gesellschaftskritisch und satirisch. Also es ist so ein bisschen das Mischmasch, aber dass das funktioniert, das hat niemand wissen können. Und ich habe absolut kein Modell gehabt
ich einfach mal gemacht. Und ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Mhm. Aber dass das Ganze flüchtig ist, das ist mir mehr als klar. Ja, ja. Aber ich glaube, Kolumnen eignen sich ja viel besser für so etwas, weil es entspricht viel mehr einem Bühnenprogramm, wo es ja darum geht, dass du einzelne Teile probierst zusammenzusetzen und durch das auch mal kannst, einen Szenenwechsel machen. Richtig. Und ich find darum immer so komisch, ich bin großer Fan von zum Beispiel Stuttgart Barre gesehen und irgendwie eine Lesung von ihm ist dann so, wir gesehen. Ja, ja. Weil, also du kannst ja eh nicht den ganzen Schinken erzählen. Genau, richtig. Und dann also probierst du so Auszüge und dann machst du gleich noch etwas Lustiges dazwischen und so. Ja, ich glaube, das ist ja häufig, machen ja gerade Romanautoren, machen ja einfach einmal eine Tour, wenn sie einen neuen Roman vorstellen und dann ist es fertig. Mhm. Einfach um den zu promoten, sozusagen. Und das ist ja bei mir, also am Anfang vielleicht ist es mehr zu Promo-Zwecken gewesen, aber jetzt ist mittlerweile die Lesung der Kern und das Buch Skript dafür. Also das ist wie nicht mehr, es geht nicht mehr darum, das Buch zu promoten, sondern die Lesung ist eigentlich der Hauptakt. Das ist das, was ich am liebsten mache. Ja. Hast du mal im Deville seine Lesung gesehen? Wo er spontan sein Skript ändern und die Leute abstimmen, ob jetzt das Kind aufgefressen wird oder nicht. Ja, das auch. Nein, vor allem, wo die erste Hälfte keine Sekunde aus dem Buch gelesen wird. Ja, das habe ich nicht gesehen, aber es erstaunt mich jetzt nicht. Ja. Dass er ein Buch geschrieben hat, das weiss ich gar nicht. Ich weiss einfach, dass er so spontan Märchen macht, wo man kann sagen, ja, das auch, ob es jetzt gut soll weitergehen oder schlecht, sind natürlich alle immer dafür, dass alle sterben. Weil er jetzt, glaube ich, eben nicht mehr gross macht, kann ich das ja erzählen und sprich in meinem Artikel, ist es auch gestanden. Ja. Aber die ganz erste Hälfte macht er Werbung für das Buch, wo er alles so offensichtliche Sachen erklärt, nämlich, dass es irgendwie so und so viele Seiten hat und so Sachen. Und irgendwann sagt er so, und es hat sogar, das kennt ihr sicher, Daumenkino, oder? Dass wenn man durchblättert, dann passiert etwas und man sieht, wie sich etwas bewegt, oder? Und bei mir ist Daumenkino, dass dann Zahlen erscheinen von 1 bis 128. Was ist das? Und wirklich, es geht 3/4 Stunde und du merkst irgendwann so, da liest jetzt kein Wort von diesem Buch. ja, aber es passt. Aber eben, ich glaube, gerade beim Schriftlichen auf einer Bühne muss man eben irgendwie sich etwas Zusätzliches überlegen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja die Rückmeldung, die ich bekomme, dass die Leute so sagen, ich bin auch Fan von deinen Texten, aber es ist etwas komplett anderes, wenn man deine Mimik sieht, wenn man deine Tonalität hört. Und eine Persönlichkeit, die ich sage jetzt bei dir spürbar ist. Das ist jetzt also sehr diplomatisch ausgedrückt. Nein! Nein, natürlich. Also, das ist auch du bist ja kein abgelöschter Mensch. Das nein, meine ich ja. Es nein, geht nein. Darum, ja, ja. Eben, das ist ja ein Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Ja, sicher. Also, ich glaube, es ist halt auch sehr viel von mir in diesen Texten. Also, das ist keine Kunstfigur, das Pony M-Ding. Das heisst einfach so, es könnte auch einfach Joni Meyer oder Joni Moreno jetzt heissen. Mhm. Ich glaube, das lebt auch von einer gewissen Authentizität. Und ich glaube, um nochmal zurückzukommen darauf, dass mich jemand fragt, was ist dein Rezept? Ich glaube, Authentizität ist etwas, wo enorm hilft. Weil wenn etwas künstlich ist... Und dass man kann Authentizität sagen kann? Ja, ich habe geübt. Das ist, die ersten 45 Minuten von meinem Programm sind Authentizität. Mississippi Dampfschiff. Genau. Und wie ist denn der Sprung zum Stand-up gekommen? Irgendjemand dort auf dem Weg? Ja, das ist mehrmals ausprobiert. Es ist auch wieder der Raffi, gell? Also er hat das gemacht, bevor ich bin eigentlich immer nachgerutscht. Also da bin ich vielleicht auch zweig zum das selber. Also ich habe mich wirklich auf Sachen eigentlich nur eingelassen, wenn ich gewusst habe, mal das könnte da. Ich bin nicht die, die wilde Entscheid. Das war eher er. Er ist da viel mehr der Vorreiter als ich. Mhm. Und ich konnte von seiner Expertise auch immer profitieren. Ja. Also auch das mit den Büchern. Meine Bücher hat er gelayoutet. Die habe ich mit dem gleichen Drucker machen lassen wie er. Also das ist etwas, er hat mich extrem unterstützt. Und ich finde, das muss man auch immer wieder ein bisschen betonen. Mhm. Natürlich sind das jetzt unterschiedliche Geschichten. Aber ich finde, am Anfang ist er absolut unabdingbar gewesen. Yeah. Und Stand-up, gell? Also das ist etwas, wo ich, das sage ich auch, das ist Hobby, weil ich bin
zu wenig Rampensau. Also ja, ich glaube, man muss, also du, ich finde, du bist jemand, wo das sehr hat, du bist ein geborener Showman, oder du fühlst dich extrem wohl. Mhm. Und ich merke, dass ich dann häufig das Gefühl habe, jetzt muss ich da Show machen, und das ist, ich bin dann zu verhalten. Also ich finde mich, ich bin jetzt nicht die geborene Showwoman. Ich glaube, ich erzähle gerne, ich stehe gerne dort. Ich finde es auch ganz, also es macht mir extrem Spass, die Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Aber ich bin nicht die, die jetzt, ich habe mir schon ab und zu mal überlegt, so ein abendfüllendes Programm, das habe ich ja eigentlich schon mit meinen Lesungen. Das ist ja abendfüllend, das geht 2 Stunden. Aber ich habe dann schon gerne das Buch in der Hand. Ich finde, also da bin ich auch voll... Du sitzt ja dann auch. Bitte? Du sitzt ja dann auch. Ich sitze, ja, genau. Voll. Ist das auch eine Hilfe? Ich bin bisher nie umgekehrt, bin froh, weil aus dem Sitzen ist es sehr peinlich. Nein, es ist so, dass das... da bin ich auch voller Bewunderung für Leute, die das können. Weil ich finde, also... Stand-up, das ist die Königsklasse. Oder? Also, du willst eine Reaktion, wenn die nicht kommt, dann hörst du dann Grillenzirpen. Und da bin ich vielleicht eben auch, nicht zu feig, aber vielleicht Zeitl, dass ich dann wie wieder hinein, wenn die nicht lachen, dann geht mir das so nah. Und es gibt Leute, die dann total über das können lachen und sagen, hey, das voll nicht funktioniert. Und natürlich passiert mir das auch bei meinen kleinen Stand-up. Ich habe ja dann häufig auch Text in Stand-up verwandelt. Oder wir sind ja sehr viele Texte von mir, haben auch die lustigen Komponenten. Mhm. Dass ich dort einfach das Lustigste rausgezogen habe und das in einen Sketch verwandelt habe. Aber hast dann eigentlich nur einmal die Get-Out-of-Jail-Free-Card pro Abend und kannst sagen, gut, der funktioniert nicht. Mhm. Und den kannst du dann nicht alle 5 Minuten einmal bringen, weil der ist dann irgendwann auch nicht mehr lustig. Meine Programme am Anfang haben nur aus dem bestanden. Ja. Gut, wenn du es dann eben 15 Mal machst, ist es wieder lustig. Also ich gebe dir eigentlich in allem recht. Ich finde nur für Stand-up an sich, ich weiss, dass meine sich in die Richtung auch immer wie mehr entwickelt hat, aber man muss nicht unbedingt Show-Woman oder Man sein für Stand-up. Mhm. Weil Stand-up ja auch von einer Persönlichkeit lebt, die auf der Bühne stattfindet. Mhm. Und das kann, klar, wie immer, angelsächsischer Raum ist nochmal alle richtigen Extreme. Aber dort hast du Leute, wo du zum Teil das Gefühl hast, du bist wirklich depressiv in deinem richtigen Leben. Ja, du bist wirklich Und das ist nicht einmal eine grosse Bühnenfigur. Mhm. Und das ist das Gegenteil von Showman. Psychotherapie. Ja, gell, also da geht es ja dann wieder fast so ein bisschen ins Kunstfigur-Ding ein. Häufig sind ja auch so die Bühnenfiguren, wenn man die Leute dann kennenlernt, die sind ja, du bist nicht ganz so bäh, wenn man mit dir redet, oder du bist nicht so... Zum Glück. Gottlob, du. Ja. Nein, aber zum Beispiel auch Hazel. Hazel ist nicht ganz... Hazel, ich finde, hat so ein bisschen das... Mhm. Aber sie ist ja viel fröhlicher und viel offener, wenn sie ist nicht ganz... Also, und ich... Ist aber auf der Bühne fröhlicher geworden. Das stimmt, das stimmt. Es dunkelt einem auch echter, obwohl ich alles immer wahnsinnig lustig gefunden habe, was sie gemacht hat. Also ich bin ein grosser Fan. Aber ja, für mich ist Comedy, das merke ich, das macht mich, vielleicht bräuchte ich einfach mehr Übung. Ich glaube, ich bin jemand, der Übung braucht, um können, und ich habe einfach zu wenig Zeit. Und darum ist es ein Hobby. Und dann bleibt es natürlich auch so ein bisschen auf einem Niveau, wo mir dann auch nicht mehr genügt als Darbietung. Also weißt, ich habe dann schon den Anspruch, dass ich gut sein will in dem, was ich mache, weil die Leute jetzt alle eintreten und ich möchte, dass die eine gute Zeit haben. Mhm. Natürlich kann mir nicht allen gefallen, das ist schon klar. Aber meine Lesungen sind sehr mein Baby. Das ist, also nicht ein richtiger, aber sind älter als das richtige Baby. Kennst du Ira Glass? Nein. Schriftsteller? Und der hat mal genau das, was du jetzt gesagt hast, der hat mal etwas sehr Spannendes zu dem gesagt. Er hat gesagt, immer wenn du etwas Kreatives machst, dann kommst du an ein Problem, nämlich das Problem von deinem eigenen Geschmack und vom eigenen Anspruch. Mhm. Und
der Grund, warum du das Kreative machst, ist eben, weil du schon Geschmack und Anspruch hast. Ja. Das heisst, jetzt im Stand-up würde ich sagen, man schaut den Chappelle und sagt, das ist der Shit. Oder? Mhm. Der Bill Burr, das ist top of the food chain. Mhm. Und das ist das Ziel. Und das gerade wenn man anfängt, das hemmt einen dann, dass man natürlich nicht das erreicht, natürlich nicht. Ja. Aber der Geschmack sagt einem eigentlich schon, dass man dort sein sollte. Und die schwierigste Herausforderung für jemand Kreatives ist, die Wand durchzubrechen, wo eben viele eigentlich aufgeben oder aufhören. Genau aus dem Grund. Weil man kann eben diesen Ansprüchen nicht gerecht werden, weil man erst so darf. Ich glaube, das ist mit vielen Sachen im Leben so. Das hat nicht nur mit der Comedy. Ich glaube, das ist mit ganz vielen Ansprüchen, die man an sich selber hat. Ich finde, es gibt wie unterschiedliche Ansprüche. Ich finde, es gibt den Anspruch an Content und es gibt, also Geschmack, was der Content angeht, und es gibt Geschmack, was, sagen wir, Formidibilität, also was, wie gut das es soll sein. Authentizität. Ich habe übrigens meine Masterarbeit geschrieben über Katagelastizismus. Das sage ich jetzt alles nur, weil ich vorher nicht kann können. Formidibilität sehr gut sagen. Also ich finde, man hat ja den Geschmack. Und das ist noch spannend. Ich habe dort, bin mal in einem Club mit dem Emil, dem Mittermeier, dem Unterecker, dem Thiel und dem Beach Weber. Da hat mich ja schon verschossen. Ja, also ich weiß nicht, wie fest ich dort Quote war, aber es ist mir eigentlich gleich, weil ich finde die alle sehr bewundernswert, gerade Emil. Also ich hatte natürlich das Gefühl, ich bin dem nie genug gut. So, ja, natürlich. Ich bin eigentlich mehr als Fangirl dort gewesen, aber es ist es auch so ein bisschen um den Content gegangen von Comedy. Und dort habe ich den Anspruch, dass ich jemand bin, der entweder gegen sich selber oder nach oben ging. Ich bin kein Fan von Minderheiten dissen. Das finde ich einfach, man kann das. Also, und ich will auch nicht sagen, dass ich das nie lustig finde. Ja. Ich würde es einfach nicht machen. Ich glaube, das ist also, und nicht, dass es schlecht, ist. Vor allem, wenn man selber der Minderheit angehört. Also ich mache ja auch Witze über Frauen, zum Beispiel. Frauen in der Comedy. Oder? In der Comedy ist es eine Minderheit, ja. In der Comedy ist es sehr eine Minderheit. Global ist glaube ich, statistisch nicht. Wir sind auch einfach nicht lustig. dass ich wie so das Gefühl habe, das ganz Grobe und das ich bin auch Jimmy Carr schauen, zum Beispiel. Oder das ist ja zum Teil ein bisschen hin und her gerissen zwischen Körbeln und Lachen. Mhm. Weil es einfach zum Teil so unter Gürtellinie geht, dass du denkst, es ist mehr so, du bist hin und her gerissen zwischen Haha und did he just really? Und das kann ich als Konsumentin, kann ich das, aber als Produzentin glaube ich nicht. Es geht mir genau gleich. Also das ist etwas, was mich nicht reizt. Mhm. Und ich finde, also jemanden zum Lachen bringen, ohne dass jemand anderes potenziell muss brüllen, finde ich nicht ganz so einfach. Mhm. Weil es ist, ich will nicht sagen, dass die Leute cheapen Humor machen, absolut nicht. Aber ich glaube, es ist, irgendwann habe ich dann den Weg ausgeschöpft, mich über mich selber lustig zu machen. Das mache ich sehr gerne. Aber irgendwann dann hast du halt dann genug gelacht über dich. Also es sind jetzt wie neue Themen gekommen, zum Beispiel während der Schwangerschaft, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Das sind so viele Klischees und so viele von denen sind so richtig. Dass du, auch wenn die Leute sagen, ja, aber jetzt hast du also wirklich jeden Stereotyp angesprochen, ja, es hat auch jeder gestimmt von denen. Also, ja. Und darum, eben, ich Comedy ist mein Hobby. Ja. Aber das ist, also ich finde es eines der schönsten Hobbys, die man kann. Super. Und es fordert mich. Oder? Also ich werde sehr nervös. Vor Lesungen nicht mehr. Aber vor Comedy-Auftritt definitiv. Aber was du gesagt hast mit, eben, also sich selber Regeln setzen, ist ja eigentlich blöd. Ich habe für mich wie gemerkt, auf meiner Reis in der ganzen Geschichte, dass eben der persönliche Geschmack, wie ich gewisse Sachen, eben Jimmy Carr habe ich auch grossartig gefunden, oder Ricky Gervais. Ja. Und man dann das Gefühl hat, ich muss das auch so machen, weil das ist ja das, was mir gefällt. Mm. Und dann merkst du aber auf der Bühne, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ja, genau, richtig. Und merke auch zum Beispiel, ich habe kürzlich irgendwie etwas gesehen von meinem ersten Programm, und ich dann so gedacht habe, das bin ich ja gar nicht. Das ist das, Weißt du, wo irgendwie so ein bisschen zu böse. Und grob. Das passt gar nicht. Und ich merke auch, dass
das sehe ich von außen, wie ich mich dort nicht wohl gefühlt habe damit. Ja. Und darum ist so das, was ich immer so, vor allem Leute, die anfühlen, die sagen, weißt, mittlerweile ist ja auch in der Schweiz Comedy langsam so noch nie ein kalkuliertes Business, aber es geht langsam in die Richtung, weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt im 2020 willst anfangen, dann schaust du mal die ganze Karte an und sagst, das gibt es schon, das gibt es schon. Ich suche jetzt noch irgendwie eine Nische. Genau, gibt es eine Frau, die vielleicht nur über das redet? Oder da, da, da. Mm. So. Und dann muss ich immer sagen, ganz ehrlich, die Bühnenfigur, die du willst kreieren, die kannst du nicht kreieren, sondern die kreiert dich. Ja, das glaube ich dir. Das ist eine Wachstumsfrage, oder? Und ich glaube, das ist auch eine Frage von Investment. Also ich glaube, du musst investiert sein, weil du musst dann auch, wie ich das am Anfang gemacht habe mit Pony M und mit dem Schreiben, davon ausgehen, dass eine Zeit lang keine Batzen kommen von dem. Mhm. Währenddem du dich findest, weil du musst dann, also du musst ja wie dich ausprobieren. Darum sind auch die kleinen Bühnen so gut. Ja. Oder? Also ich finde das etwas Lässiges, wie viele von diesen kleinen Bühnengeschichten jetzt da entstehen. Aber das ist auch sehr viel Gratisarbeit, gell? Wo einerseits von denen, die das veranstaltet, gemacht wird, aber auch von diesen Künstlern. Weil du bist dann einfach eine Weile lang nicht bezahlt. Und gell, ich weiss zu wenig, wie es in der Comedy ist, aber beim Schreiben, das ist einfach eine Profitiererei von jungen Leuten. Das finde ich, also das ist mir mehrfach passiert, oder? Dass das etablierte Medien und Magazine auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir hätten gerne eine Kolumne von dir. Und dann habe ich gesagt, ja, das kostet XY. Dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben zuerst mal eine Probekolumne. Dann habe ich gesagt, ja, das kostet dann XY. Ja, weißt du, um dich auszuprobieren? Ich sage, nein, ihr fragt mich an, weil ihr mich wollt. Ihr wollt ja, ja, also so ein bisschen im Sinn von, du kannst ja deinen Stil finden bei uns. Und sagen, nein, ihr wollt meinen Stil für euer Magazin. Und der kostet etwas. Und du gehst auch nicht zum Sanitär und sagst, hey, jetzt installierst du mir das WC mal und ich kacke ein paar Mal rein und dann schaue ich, ob ich es behalte. Also, ja, Vor allem kannst du das ja ewig so spielen. Ich hole von dir eine Probekolumne, habe ich die abgedruckt, einen Monat später sage ich, jetzt hole ich eine Probekolumne von der Hazel. Danach hole ich eine Probekolumne von dem und dem und so weiter. Genau, oder? Also das ist wie etwas, und das finde ich nach wie vor, ich finde das gut, dass junge Comedians in der Schweiz so gefördert werden. Ich weiss einfach, also ich kenne wirklich wenig Leute, die vollumfänglich von der Comedy leben können. Oder? Also die nicht nebendran irgendwie Kolumne oder Radio oder etwas oder einen richtigen Job, weißt du? wie man in der Schweiz, oder? 6 Uhr gibt es dann zur Nacht. Ja, haben. Und ich glaube, der Etablierungsprozess, der ist extrem schwierig. Also das kann ich mir vorstellen. Der ist auch bei Pony M ist der schwierig gewesen. Ich hatte Schwein, ich hatte wirklich Watson ist halt dort gerade an den Start gegangen. Ich habe gar von Anfang an. Ich habe wirklich ab 2014 bin ich selbstständig. Und im Februar ist Watson online gegangen. Und dann habe ich jetzt schon mal einen Grundstock gehabt, oder von Geld, den ich konnte brauchen. Aber nachher, das ist alles, also auch, oder, es ist immer so ein bisschen ein Abwägen von Content gratis liefern oder nicht. Und Facebook, mir ist das sehr recht. Also die Freiwilligkeit von Followen, weil jeder, der kommt, sagt, oh, das ist aber schon mega lange nicht mehr so, hey, du kannst einfach mega gut auf Antworten, ich bin dir absolut nicht böse. Für das ist das Ding freiwillig. Klick an Follow, es ist dir niemand böse. Es ist mir viel lieber, als wenn die Leute etwas zahlen und dann liefere ich nicht das, was sie gerne hätten. Das macht mir viel mehr Mühe. Und darum habe ich mir die Community eigentlich gratis erschrieben und die auch ohne Werbung. Ich habe ein paar sehr lukrative Werbeangebote bekommen. Ich war schon recht versucht, zu sagen, hey, jetzt mache ich Stutz. Und ich glaube, es war nachhaltig viel gescheiter, dass ich das alles abgelehnt habe. Authentizität und mir einen loyalen Stamm erschrieben habe, der jetzt Bücher kauft und Lesungen kommt. Was jetzt im Moment meine Brötchen zahlt, bis dann Corona kam, ist nicht so, die Lesungen einfach. Aber es ist bei mir genau das Gleiche. Ich sage immer, die Leute sehen zwar, was man macht, aber noch viel wichtiger ist, was man alles nicht macht. Genau. Weil eben, du kannst so viele Werbungen machen, du kannst so viel. Wir können so viel Werbung machen. Not sponsored. Red Bull, wenn ihr da seid. Red Bull, sugar free.
Nein, man könnte sehr viel mehr machen, als das, was die Leute immer das Gefühl haben. Weißt, wenn es eben heisst, du machst ja schon so viel und solche Sachen. Also, du weißt gar nicht, was man alles sonst noch könnte machen. Und dann wird es richtig, richtig prekär. Ja, und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, auf der anderen Seite, dass das ist etwas, was ich so am Anfang gemerkt habe, als ich angefangen habe zu schreiben, dass die Gesellschaft in der Schweiz, das ist sehr plakativ, das sind sicher nicht alle, aber ich habe zum Teil so das Gefühl, hey, die Leute haben so das Gefühl, dein Job muss dich anschiessen, dass es ein richtiger Job ist. Also ich hatte dann so ein Projekt mit dem Schweizer Fernsehen, ob das im Nachhinein gut oder schlecht war, das Projekt. Ich glaube, das war ein bisschen überstürzt. Aber da ist dann x-mal so, ja, aber ich hoffe, die wird nicht zahlt für das eigentlich. Ich war 3 Wochen lang nonstop am Arbeiten. Mhm. Und die Leute haben so gefunden, hey, du kannst doch fürs Fernsehen arbeiten, bist doch froh. Auch das Kreative arbeiten. Ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, oder? Dass mir so Leute sagen, ja, aber also, dass ich sage, ja, ich bin jetzt um 10 Uhr aufgestanden. Das heisst, ja, aber also, schaffst du nicht mal, aber zum können kreativ arbeiten, muss ich genug geschlafen haben. Ja. Oder muss Raum haben, muss Zeit haben. Das ist jetzt eben mit dem Kind auch nicht nur einfach. Ja. Ich habe das Gefühl, das sind noch so ein bisschen Misconceptions. Auf der anderen Seite habe ich dann gerne mal gesagt, du, aber wenn es doch so einfach ist, mach es doch auch. Also, yeah. Stehen dir ja alle Türen offen. Also das, nur weil ich den Weg gemacht habe, dass bei mir funktioniert hat, es ist ja gut möglich, dass es bei dir auch funktioniert. Und wenn es doch so lässig und so einfach und so gut oder so überbezahlt ist, be my guest. Ja, also das mit der Bezahlung ist ja... das ist immer, weil sie hören dann eine Zahl von irgendwie, was heisst, einmal im Jahr hast du irgendeinen grossen Firmenanlass und dann gehen sie davon aus, dass das jeden Tag verdienst. Ja, genau. Was ich jetzt nicht ganz rausgekommen habe, ist, was ist das für ein Projekt vom SRF? Am Anfang hast du das Demokratieprojekt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, seit ich die Mehrheit hat das geheißen. Aha. Das war ganz am Anfang, wo man so ein bisschen, ich eigentlich den Entscheid von der, also das SRF hat eigentlich will so ein bisschen Online-Kundenbindung betrieben und hat das Projekt gemacht, wo ich, es ist jeden Tag am Abend ist eine Entscheidung aufgeschaltet worden und die Leute können abstimmen, was ich am nächsten Tag mache. Also ob ich zum Beispiel gegangen, ein Luxushaus anschauen oder eine städtische Wohnung. Dann haben sie gesagt, städtische Wohnung. Dann bin ich dort mit dem Kamerateam schauen, was passiert eigentlich bei so einem Bewerbungsprozess. Dann ist es darum gegangen, einen Tag lang nicht reden oder einen Tag lang kein Geld ausgeben. Dann haben sie sich fürs Geld ausgeben entschieden. Das ist also nicht ohne. Also vor allem war es dann noch spannend gewesen, oder ich habe einen Text zu dem verfasst. Und dort hat man dann wie so gesehen, hey, zum Beispiel kein Geld haben, das isoliert extrem. Also du kannst dann nicht einmal einfach raus. Yeah, yeah. Du musst dann jedes Mal dein Fläschchen mitnehmen mit Wasser, dass du nicht am Kiosk etwas kaufen musst. Mhm. Du musst von dem leben, was du noch im Kühlschrank hast. Das sind wirklich spannende Themen, die da aufgekommen sind. Gut, das haben jetzt auch viele Leute während dem Lockdown gemerkt, wie alle gesagt haben, wie viel Geld man spart, wenn halt eben nicht die ganze Zeit rausgehst und da noch schnell etwas kaufst und dort noch. Und das fünfte Bärli Schuhe braucht es jetzt vielleicht nicht auch noch. Ich habe auch so ein bisschen versucht, so weit wie möglich auf Online-Shopping zu verzichten. Das hat dann nicht ganz funktioniert. Yeah. Aber man merkt mal, also mich hat das schon noch, mich hat das sehr beschäftigt, so die Isolation. Yeah. Ja. Gut, aber mit Mann und Kind? Wenn dann plötzlich, wenn die Oma und die Opa wegfallen und dann wirklich allein zuständig bist, das ist einfach streng. Ich meine, wenn das jetzt passiert wäre, bevor das Kind gekommen ist, hätte das wahrscheinlich gar nicht so viel an meinem Alltag geändert, außer dass ich meine Freundinnen nicht gesehen hätte und vielleicht weniger, also mehr zu meiner Mutter oder zu den Schwiegereltern wäre. Aber sonst. Aber mit dem Kind ist es dann schon von früh bis spät, das hängt also noch an. Ja gut, eben, kannst du nie eine Pause geben. Genau, kannst also du bist fremdbestimmt. Kannst du nicht sagen, die Mami ist jetzt mal 5 Stunden weg. Genau, kochst du selber etwas, Mikrowelle steht. So mit 9 Monaten. Alles schon bereit. Dann muss ich wahrscheinlich selber in die Mikrowelle tun. Ja, wie ist jetzt genau... Du
Plan? Gibt es jetzt eigentlich einen Plan nach dem ganzen Lockdown etc., wie die Lesungen? Mhm. Du hast gewisse Räume, die sind schon eher an der oberen Grenze von der Anzahl Menschen, die rein können. Mhm. Weißt du das schon ein bisschen mehr? So. Ja, also das fängt jetzt wieder an. Ich glaube, ich tue jetzt eine neue Tour. Also ich habe mir ursprünglich mal überlegt, einmal ein Buch rauszugeben. Ich habe einfach keine Zeit für das. Also das ist... Wirklich? Ja, also ich habe mich für etwas anderes entschieden. Ich mache jetzt wahrscheinlich eine neue Tour, einfach mit anderen Texten. Ich habe ja die vier Bücher. Ja. Plus habe ich ja jetzt vor zwei Jahren habe ich die Liebespony-Beraterkolumne angefangen, dass ich wie eine Liebespony-Tour mache, wo ich die Beraterkolumne vorlese, wo ich vielleicht sogar, das weiss ich aber noch nicht, auch die Interaktion mit dem Publikum vielleicht ein bisschen suche. Ja. Das haben wir ja da im Kosmos jetzt amix, haben wir so Themenübung gehabt, wo es wirklich dann mit Fragen und wo ich dann aber wirklich auch das ist ja recht viel Vorbereitung gewesen, so einen Bogen gespannt habe mit verschiedenen Themen, mit Fragen, die reingekommen sind, mit PowerPoint und allem. Dass ich das machen würde, ich habe Zugang zu relativ grossen Räumlichkeiten. Jetzt habe ich zum Beispiel am 23. habe ich das Bierhübeli. Und das haben sie jetzt natürlich abgestuhlt auf irgendwie knapp über 100 Leute. Wo normalerweise also sitzen, glaube ich, etwa 450 bis 500 Platz haben. Und das hat natürlich einen Einfluss auf Gagen. Weil, wenn logisch weniger Leute kommen, dann gibt es auch. Und das finde ich ja völlig verständlich. Ich würde nicht sagen, nein, ich würde. Und dann muss man dann halt schauen, wie sich das jetzt entwickelt, gell? Also ich weiss nicht, ob die Räumlichkeiten überhaupt offen bleiben. Kommt jetzt darauf an, wie das Ganze weitergeht. Und jetzt habe ich eben nebendran habe ich da noch so eine kleine Enterprise angefangen. Einfach, nicht aus der Not, aber einfach, weil ich das Gefühl habe, ich wollte eigentlich so ein bisschen Geld, das halt regelmässig einkommt. Und halt so, weißt, meine ersten beiden Bücher haben ja viel Liebe und mehr Liebe geheissen. Und jetzt mache ich einfach so die wiederverwendbaren Stoffbeutel und tue dort viel Liebe. Und ursprünglich wollte ich es drucken lassen, das hätte ich aber in der Schweiz machen. Und es gibt keine Möglichkeit, das so, also von mir aus gesehen, keine Möglichkeit, das so günstig zu machen. Es muss ja mir doch immer noch Geld geben. Ja, ja. Habe ich immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen für das, aber das muss ich nicht. Nein. Und darum habe ich jetzt gefunden, ich mache es doch selber. Also ich bestelle die Beutel, die sind nachhaltig, die sind Fairtrade und tue die einfach selber bemalen. Ja. Und das dann nummerieren unten und Pony M draufschreiben, dass das wirklich auch ein Unikat ist, finde ich eigentlich mal etwas Lässiges. Mega. Weil ich bin so der Handy-Typ. Also ich tue auch meine Bücher, die verschicke ich alle selber. Tue ich selber einpacken, das beschriften, bringe es auf Post. Beziehungsweise mein Mann. und ja, genau, das ist jetzt also etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, wenn das nebendran, ein Online-Store habe ich ja schon für Bücher, Dann kann man dort einfach die Beutel noch drin tun und dann ist das wieder so ein bisschen etwas Neues. Also das, ich merke, wie das mir dann auch irgendwann langweilig wird. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das, wo man auch spürt, also eben das Wort Authentizität haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Echtheit. Genau, ja. Aber auch wirklich die Nähe, also weißt, das eben nicht, das ist nicht konzipiert von A bis Z mit irgendwie, da ist ein Label hinter dran, weißt, wo sagt, jetzt müssen wir dort hin, jetzt machen wir das. Für das bin ich viel zu treu doof. Also ich, das könnte ich glaube auch nicht lange aufrechterhalten. Also, ja. Ich merke, es hat natürlich schon auch seine Schattenseite. Also ich glaube, wird irgendwie das gefragt, ja, dein Psychologiestudium hat dann das einen Einfluss auf das, was du jetzt machst. Und ich glaube, grundsätzlich liegt beidem das Gleiche zu Grund, nämlich ein grundsätzliches und echtes und offenes Interesse an Leuten. Ja. Das ist, Leute interessieren mich. Nicht alle gleich fest. Aber Menschen, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit sich und der Welt interagieren, das ist etwas, was mich immer interessiert hat. Und ich bin auch jemand, mir wird es nie egal sein, was mir die Leute sagen. Ich habe sehr an dem gearbeitet, dass mir Kritik nicht zu fest ist. Yeah. Dass ich wirklich kann anfangen kann, unterscheiden, was extra verletzend ist und was einfach eine Meinung ist, wo darf sein. Und ich glaube, das Ganze lebt auch von dem. Dass es mir ist es einfach nicht gleich. Mir sind Sachen nicht egal. Okay. Ja, also ja, dass ich wie, also, und
Das ist etwas, wo immer wieder Leute sind und gesagt, ja, lass doch eine dickere Haut wachsen. Und ich weiß, vielleicht passt doch nicht meine Persönlichkeit irgendwelche Arschlöcher im Internet an. Das kommt doch nicht in Frage. Ich bin schon okay, so wie ich bin. Mhm. Ich glaube, es geht dann schon um den Selbstschutz. Also mein Mann, es gibt immer wieder Situationen, wo er sagt, hey, das nimmst du jetzt so fest zu Herzen. Mhm. Und das stimmt. Und ich finde, gewisse Sachen verdienen das aber, wo andere Leute sagen, das ist doch völlig egal. Und ich finde, nein, es ist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal. Und ich glaube, das ist das Echte, das dann überkommt. Und es hat, also, eine Freundin von mir hat ein Vorwort geschrieben zu einem von meinen Büchern und hat geschrieben, sie ist die Freundin der Nation. Und ich glaube, das ist ein Label, das ich total schön finde. Also, dass die Leute so erleben. Also ich habe auch die Liebes-Bonnie-Geschichte. Da habe ich immer am Anfang, wenn ich so eine Show gemacht habe, habe ich ein Slide gehabt, wo einfach gestanden ist, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Mhm. Also ich bin da als Mensch, nicht als Psychologin, sondern als Mensch. Und ich gebe euch Feedback von dem, was ich als Mensch denke. Das ist meine Sicht. Es gibt dann aber auch die Schattenseite, dass ganz viele Leute sehr wenig Gefühl haben für Distanz. Also, und das ist ja auch von denen nicht böse gemeint, aber ich komme häufig Messages über, kommst du an meinen Geburtstag? Oder, meine Freundinnen und ich gehen am Sonntag brunchen und es fällt jemand aus, willst du kommen? Mhm. Und Leuten, ich noch nie, wo mein Sohn auf die Welt kam, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich von x Leuten Bilder von ihnen mit ihren Neugeborenen auf der Brust, zum Teil Brustblut. Das ist nicht, dass sie mich das stört. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist so nicht übergriffig, aber so unbedacht. Ja. Also, und nochmal, ich glaube, das kommt von einem guten Ort. Ja. Ich merke dann einfach irgendwann, hey, ich muss mich auch ein bisschen schützen, dass ich dann nicht jedem dann schreibe, ja, das ist dann herzig. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann aber nicht antworte, kommt dann bald mal, ist man sich zu gut. Ja, absolut. Und dann habe ich dann so das Gefühl, ja, weißt du, ich würde auch gerne, aber, also nein, zum Teil auch nicht, stimmt nicht, das ist jetzt ein bisschen, es gibt wirklich auch Messages, ich finde, das interessiert mich jetzt einfach nicht. Auch Fragen, das liebes Pony, oder, da schreibe ich einfach, ich beantworte nur Fragen, die mich interessieren. Mhm. Das ist das Schöne an so einer Page, oder, du entscheidest selber, es hat keinen Arbeitgeber, der sagt, du musst jetzt jede Frage und möglichst brisant und möglichst clickbaity beantworten, sondern ich nehme einfach das, was ich lässig finde. Mhm. Und ja, also ich habe das Gefühl, ich habe nach wie vor, mache ich das, wo ich am liebsten mache und am besten kann. Mhm. Was jetzt das heisst, was ich das am besten kann, natürlich kann ich alles andere sehr schlecht oder ich bin wirklich sehr gut in dem, was ich mache. Mhm. Ich glaube, ich bin nicht schlecht, aber es macht mir nach wie vor wahnsinnig Freude. Ja, und das ist ein wiederkehrendes Thema, das, was du gerade angesprochen hast, die Anspruchshaltung, wo Menschen zum Teil haben, weil eben man sich Mühe gibt, zu Menschen nett zu sein und eben auch nachzuziehen, fährt dann eben das Gefühl an von Allgemeingut. Genau, von nicht mehr wissen, wo jetzt genau die Grenze ist. Oder? Und also ich, also in der Comedy habe ich es zum Teil, weißt du, du erlebst etwas Schönes mit, wie zum Beispiel zwei Lehrer sich kennen an einer Show von mir und kommen zusammen. Mhm. So, dass dann aber ein Jahr später die ganze Trainingsgeschichte mir geschrieben wird. Haben wir uns getrennt! Und ich sage, also wegen mir haben wir uns nicht getrennt, sondern vielmehr, weil wir uns bei dir kennengelernt haben, schreibe ich dir jetzt auch, was alles dazu passiert ist danach. Und ich sage, das ist schon nett, aber ich sage immer, es interessiert mich schon bei meinen Freunden nicht. Also, wie ist es jetzt wieder? Ja, ja. Nein, aber ja, ja, ist, ja, ja. Nein, aber, nein, also ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist, eben, ich glaube, das ist auch etwas, wo Sonnen- und Schattenseite hat. Also die Nähe, die ist auch schön, aber es hat doch auch, gell, im Verlauf von dem Pony-Ending und vor allem jetzt seit dieser Liebes-Pony-Geschichte hat es zwei, drei Situationen gegeben, wo ich dann z'Nacht um 12:30 mit jemandem geschrieben habe und gesagt habe, so, und jetzt gebe ich dir die Telefonnummer vom Notfallpsychiater in deiner Stadt. Ich habe die gegoogelt. Mhm. Ich kann für dich morgen einen Termin machen bei einer Praxis. Ich bin nicht die richtige Ansprechperson, wenn du mit so ernsthaften Gedanken zu mir kommst. Mhm. Also ich bin nicht
Also, weißt, nochmal, ich finde das so schwierig, das auszudrücken, dass das nicht undankbar tönt. Ich verstehe es absolut. Ich lebe ja von dieser Aufmerksamkeit. Absolut. Aber es gibt wie einen Moment, wo ich dann finde, jetzt geben die mir zu viel Verantwortung. Absolut. Gerade eben, wenn es um psychische Probleme geht, wo ich ja selber sehr offen darüber rede, was ich auch extrem wichtig finde. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man Sachen entstigmatisiert. Ich glaube, ich habe da auch ein Sprachrohr. Es hat ein paar Leute gesagt, jetzt kommt da wieder so eine Psychokolumne. So, hey, schau. Wenn du jetzt Anleihen drückst, ist das für mich im Fall wirklich kein Verlust. Mhm. Ich glaube, du wärst eigentlich der, der tatsächlich sich tatsächlich ein bisschen solche Gedanken machen vielleicht. Aber nochmal, ich finde, und ich glaube, da bist du, also ich gehe davon aus, dass du da einer Meinung bist, wenn man 100% oder 0% von der Interaktion könnte haben, würde man sich immer für 100% entscheiden. Mhm. Also ich würde nicht wollen, alles Schöne und Positive ausblenden, um nicht müssen mich mit Leuten auseinandersetzen, die vielleicht ab und zu ein bisschen mühsam sind. Und das ist auch etwas, wo ich vielleicht an mir ein bisschen arbeiten muss, weil ich merke, ich weiss nicht, wie du das hast, dass mir zum Teil Feedbacks, negative Feedbacks viel länger nachgehen. Als dass ich sage, hey, jetzt haben doch irgendwie 15 Mal so viele Leute haben gesagt, wie lustig und cool und lässig du bist. Ja. Und das ist dann ein bisschen, ja, aber der eine hat ihm gesagt. Und vor allem, wenn es stimmt oder wenn es trifft, dann ist dann das, was einen beschäftigt. Ich finde es fast schlimmer, wenn es nicht stimmt. Also weißt, wenn's, weil ich habe immer so eine Gerechtigkeitssinn. Ja, oder? Das habe ich eben auch. Und dann fangst du dann an mit Kommentaren, genau. Das stimmt im Fall nicht. Ja. Und gerade wenn der dann noch Likes bekommt für den Seich, ich wunderschön. Also was ich wirklich gemerkt habe, bei Fremden ist mir wirklich recht wurscht. Das ist super. Weißt du? Mm. Also du kannst es oft auch nicht ernst nehmen. Ja, also ja. Weißt du, wirklich einfach so, kürzlich hat eine Private Message geschrieben, irgendwie unlustigster Mensch aller Zeiten, ganz schlimm, blau, weißt du, wirklich so, oder? Und ich gemerkt habe, eben in dem Moment ist glaube ich, dein Problem viel grösser als meins, ja. Weil ja. Ist mir schon klar, dass nicht jeder Mensch mich lustig findet. Ja, ja. So, oder? Ja. Aber, was ich zum Beispiel kann, ist beim letzten Programm ein Kollege, wo man recht nach ist, wo mich ja schon seit langer Zeit begleitet, sozusagen, auf meinem Weg, hat, es ist irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen falsch formuliert gesehen, weil es schriftlich gesehen und nicht direkt in einem Gespräch. Also hat ihr das geschrieben? Hat mir ein Feedback gegeben zum Programm. Gewünscht, oder? Schon, ja. Ja. Aber eben, es ist dann halt, es ist so ein bisschen wie aus dem Ruder gelaufen. Mm. Es ist dann so ein recht langes, schriftliches Feedback geworden, wo halt eben, keine Ahnung, wenn dort ein kleines Wort fällt und da noch etwas, es ist auf gut Deutsch, es ist absolut vernichtend gesehen. Oh, aber ich glaube auch nicht, dass das die Intention gesehen ist. Ja, oder? Ja, also gerade, es ist natürlich auch, es ist auch die Art und Weise, es hat immer Sender und Empfänger, genau, oder? Genau. Und, aber, ja. Und das ist mir dann fucking 3 Monate lang, vor jedem Auftritt, ist mir nur das im Gesicht gesehen. Und, dann bist du wirklich gesagt, wieso? Jetzt merkst du doch, so viel Leute findet mit diesem Programm habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, noch mehr als je zuvor positive Feedbacks. Also ist das jetzt beim Feelgood Comedian? Ja. Wo du dann auf einmal, das finde ich noch spannend, wo du dann auf einmal merkst, dass davor Bahnen gar nicht so gefallen hat, sie das aber erst sich getraut zu sagen, jetzt, wo ihnen etwas wirklich gefällt. Weißt? Du hast so gesehen, das ist cool gesehen. Ja. Oder? Und dann heisst, ich finde das so viel besser als letzte. Ja. Und da. So, aber das blende ich dann komplett aus für ein Feedback, weißt, wo du irgendwie nicht loslässt. Und also findest du, das ist nicht fair, weil das stimmt ja gar nicht. Man will dann alles richtig stellen, weil man sich so in seiner Integrität irgendwie, also das habe ich auch, gell, so die, ich merke dann, wie es stresst mich, wenn jemand etwas sagt, was nicht stimmt, dann kann ich das häufig stahlen und wenn dann eben noch Leute kommen und sagen, ja, das finde ich auch. Und ich denke, dude, also, weil ich finde tatsächlich, was du sagst, oder? Häufig kann man sich ja die Frage stellen, über wer sagt das jetzt mehr aus? Über dich oder über mich? Und häufig ist es ja der andere. Und dann kann ich es dann sein lassen, dass ich will sagen, hey, ja, der hat sein Bündeli, wie wir alle. Aber wenn das öffentlich gesagt wird und dann noch Leute kommen und die sich dann wie so aufstehen. Also es hat, ich habe einmal, ich glaube, das war beim Ding, gewesen, beim Comedy zum Morgen auf SRF 3, das haben sie aufgezeichnet und haben ein YouTube-Video daraus gemacht. Und dort hat unten dran, und ich glaube nach wie vor, dass das irgendwie türkt ist, darf man das noch sagen? Was türkt ist? Türkt. Ja, also gut. Das heisst dann, ist also nicht böse gemeint gewesen. Ich glaube. Ist ja gleich. Auf jeden Fall hat es
Das können wir dann rausschneiden. Ich weiss nicht, was ich sagen. Eben, ich glaube, dass es dort irgendwie, das ist dann im Nachgang nicht ganz stimmig gewesen. Da hat irgendjemand kommentiert, ich habe dich mal so bewundert und dann habe ich dich aber getroffen auf der Straße und habe gesagt, ich fände dich mega lässig und du hast gesagt, ist das alles und bist davon gelaufen. Das ist schon mal ganz, also gedacht, ganz eine gute Reaktion. Ist das alles? Ja, das habe ich gesagt und sei davon gestürmt. Und dann, also das stimmt, es ist jetzt so ein bisschen abgebrochen. Ich könnte es nachlesen, es steht immer noch dort. Und dann habe ich dann irgendwann, und dann ist jemand anderer gekommen und gesagt, oh, die dumme Zwetschge, was meint die eigentlich? Sie sagt Meryl Streep. Und ich dachte, Meryl Streep, okay. Warum sind sie mal ein bisschen bekannt, haben sie schon das Gefühl, sie sagen, weiss ich nicht was. Mhm. Und dann habe ich irgendwann hab ich dann unten angeschrieben, du XY, also der vorher hat schon gefragt, wie ist das gekommen? Und dann hat er gesagt, ja, ich schreibe im Namen von meiner Freundin, wie sie hat eben keinen Account. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann angeschrieben, du XY, kannst du mir das nochmal schnell genauer schildern? Ich kann mich nicht an die Begegnung erinnern. Ich habe das Gefühl, ich bin relativ gut im Erinnern. Mhm. Von so, auch du hast gesagt, das ist Schaffhausen, das ist mein Heimatort. Und ich war im letzten Jahr zweimal Schaffhausen gewesen, wirklich in der Stadt, und kann mich nicht erinnern. Ja, das ist schon länger her und bla bla bla. Und dann irgendwann ist ein E-Mail gekommen, wieder mit dem Pseudonym als E-Mail-Adresse. Lustigerweise hat sie anscheinend auch kein E-Mail. Mhm. Und sie hat dann das sehr ausdeutscht und nach wie vor. Und ich habe gefunden, ich antworte gar nicht mehr auf das. Yeah. Aber das sind natürlich Sachen, die du dann nicht kannst löschen. Die stehen dann dort. Da kommen andere Leute und lesen das. Da merke ich dann so, hey, das ist etwas, das ist so nicht passiert. Ja. Also ich wüsste das. Ja. Und dann stresst es mich. Das und das ist dann SRF 3. Ja, klar. Und ja. Verstand ich, weil es quasi so als Stempel drunter ist. Ich merke, dass im normalen Leben, wenn Menschen irgendetwas über mich erzählen, wo ich dann mitkriege und nachher kann sagen, stimmt jetzt wirklich von A bis Z null, einfach nicht. Mhm. Das habe ich gemerkt, das stresst mich mittlerweile nicht mehr. Ja, okay. Also wirklich nicht. Ja. Sondern für das weiss ich so, wie ich kenne genug Menschen, die mich gut kennen und wissen, wie es eigentlich so ist. Mhm. Und verstand es auch aus der Aussenperspektive, dass man ja dann auch viel mehr Wert auf so etwas legt. Mhm. Also weißt, weil es klingt jetzt ganz blöd, aber wo ich früher irgendjemand Bekanntes mal getroffen habe, dann ist mir das natürlich mega eingefahren. Ja, ja. Und ich sage, die 3 Sekunden Interaktion, oder? Mhm. Die habe ich natürlich noch im Kopf. Ja, ja. Die Person hat in der Zwischenzeit irgendwie 500 so Interaktionen gehabt. Mhm. Und ich komme 2 Jahre später und sage, hey, weißt du noch, damals. So. Aber es ist zum Teil faszinierend, was ich weiß dann eben nicht genau, was in diesen Menschen vorgeht, ob sie sich das selber wirklich einbilden oder ob sie einfach eine tolle Geschichte erzählen. Aber ich hab mittlerweile Affären und Beziehungen sogar gehabt mit Menschen. Ja, du meinst, wir reden nicht über das, Joel. Was? Man sagt, wir reden nicht über das. Ja, nein. Ja, ja, nein, also. Mit Menschen, die ich zum Teil nicht einmal kennengelernt habe. Ja. Weißt du, was denn wirklich auf der Firma? Ja, ich bin mal an einer Show von dir und danach hat meine Kollegin gesagt, sie sei mal mit dir zusammen gesehen, dort und dort. Und ich so, wie heißt das? Ist interessant. Ja, wie heißt die? Okay, noch nie gehört, zeig mal ein Foto. Noch nie gesehen. So. Oder mit einer anderen, dort ist wirklich so 4 Tage etwas gelaufen, das ist danach, die ist dann mit mir zusammen gesehen. Weißt du, so Zeugs? Wow. Ja? Ja, das ist wo sie damals übrigens mich geschmissen hat. Hat sie Schluss gemacht mit dir, die Sau. Es ist kein Wunder, verneinst, dass das je passiert ist. Nein, das ist völlig absurd. Aber lustigerweise, eben mit der Zeit belustigt einem das. Weißt, ja, eben, ich finde, es kommt immer ein bisschen auf den Inhalt drauf an. So etwas ist mir jetzt noch nie passiert. Aber ja, also eben so Sachen, die dann erlebe ich. Und nochmal, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das passiert ist. Also, dass ich die Person vielleicht irgendwann getroffen, vielleicht ist es auch schon länger her, aber ich kann mich null erinnern. Irgendwann habe ich dann an mir selber angefangen zu zweifeln. Aber die Wortwahl, die sie oder er geschildert hat, die würde ich so nie sagen. Yeah. Und dort war wie für mich klar gewesen, ich weiss, wie ich rede. Mhm. Und es sind dort Wörter aufgeschrieben gewesen, wo ich in dieser Form, nur schon vom Ausdruck her, nie brauchen. Mhm. Und darum habe ich gefunden, ja, weißt du was,
Ja, ja. Aber mit, eben, wenn man an die Öffentlichkeit gerät, passiert einem ab und zu. Und das beschäftigt mich dann. Das verstand ich absolut. Das verstand ich absolut. Vor allem, das große Problem ist, dass zum Beispiel in meinem Fall, meine ganzen 20 Jahre sind von sehr viel Alkohol geprägt gesehen, wo dann halt zum Teil auch nicht mehr alles genau weißt. Ja, ja. Und das. Ja, die viermonatige Beziehung dort. Hangover, weißt du? Nein, aber das halt, weißt du, so, eben so kurze Momente und Incidents, wo dann irgendwie Jahre später einem eben quasi vorgeworfen werden. Und man sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß das einfach nicht mehr. Und wenn, dann tut es mir mega leid. Ja, und, ja. Und eben, es wird dann halt ein bisschen sehr auf die, wie sagt man, Goldschale? Goldwaage? Goldwaage. Auf Goldwaage gelegt. Ja. Weil es dann eben ein mega Event war in dem Moment. Zum Beispiel, ich in meinem Leben kann man nicht vorstellen, dass ich mal jemandem ein Foto verneint habe. Weil es einfach mir nicht... Ein Foto verneint? Ja, im Sinne von, können wir ein Foto machen? Und ich dann gesagt habe, nein. Ja, ja, ja. Und das ist dir vorgeworfen worden. Und dann ist irgendwann mal, bin ich an irgendeiner Party und bestossen und irgendwie alle sind am Rauchen. Ja. Und dann hat, irgendwie wird es vorgestellt und dann hat irgendwie, du hast nicht mal richtig Hallo gesagt und ein Foto und hast auch nicht wollen. Und dann sage ich so, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ohne Scheiß. Yeah. Aber wenn es so war, dann tut es mir mega leid. Aber dann ist vielleicht jemand anders noch rum und dann kommt es Stück für Stück. Und ja, kommt zusammen, so, warum das es nicht passieren konnte. Kommt eben nochmal ein Ding dazu, ja, dass jemand sagt, wir jetzt gerade weiter und du läufst eigentlich schon weg und du selber hast gar nicht gesagt nein, sondern irgendjemand, der hinter dir gestanden ist, gesagt, wir müssen jetzt gehen. Oder, keine Ahnung, weißt du? Yes. Es wird dann halt alles gern. Sender und Empfänger. Eben, und gerade wenn jemand halt im Rampenlicht steht, dann gewinnt das natürlich an Bedeutung, weil das ist jemand, den man kennt. Yeah, yeah. Oder ich habe den ja einmal gesehen. Das ist wie, wenn du sagst, ich habe eine Begegnung mit meinem Kollegen, er hat 500 gehabt, mir ist das eingefahren. Das ist wie, das passiert mir. Wir haben uns dort nach der Show in Burgdorf 2015 haben wir uns gesehen, ich habe dir gesagt, dass, und ich, weißt, ich wollte ja nicht unsympathisch sein, aber ich sagte, du, ich weiß das einfach nicht mehr. Ja, yeah. Ja, wo ich das Gefühl habe, ja, mein Hirn hat ja irgendwann eine gewisse Kapazitätsgrenze oder von Sachen, die abspeichern ist. Ich habe mal gelesen, dass der Mensch im Schnitt, natürlich gibt es sicher mehr und weniger, aber im Schnitt kann sich der Mensch 200 Personen merken. Mhm. Mit dem Umfang von Namen, also Vor- und Nachnamen, Gesicht, Beziehung, Erinnerungen etc. Und alles andere verschwimmt. Ja, muss halt wieder abgerufen werden. Oder? Also, und ich finde, das macht auch Sinn. Lustigerweise, ich bin gerade an einem Text über das, dass für das haben wir Schubladen. Oder? Das habe ich mir Schubladen denken. Das ist etwas, was unser Hirn macht, um nicht an Kapazitätsgrenzen kommen. Also auch Stereotypen. Mhm. Wenn dir etwas nicht so wichtig ist, dann tust du das in eine Schublade. Dann tust du das nicht einzeln mit allen Merkmalen abspeichern, sondern das ist dann einfach im... Also, und die untersten Schubladen, die grössten, sind gut und schlecht. Mhm. Und je unwichtiger dir etwas ist, desto schnell, entweder kommt es in die Egal, auf den Haufen, oder dann in gut und schlecht. Und wenn es eben nicht so wichtig ist, dann machst du dir auch Mühe, nicht, dass du dort wieder rauskratzen. Mhm. Und das ist etwas, die Schubladen sind eigentlich etwas sehr Hilfreiches, das wir alle haben. Yeah. Also jeder, der kommt und sagt, ja, ich habe keine Stereotypen, du hast einfach andere. Yeah. Du hast vielleicht nicht die, die im Moment anprangert werden. Und ich finde, sie werden zum Teil sehr zu Recht anprangert. Mhm. Aber Schubladen hat jeder, weil wir können uns nicht alles merken, das ist gar nicht möglich. Yeah. Und darum, es ist... Ja, und dann hast du eben noch merke ich immer zum Beispiel, jetzt hast du eine Lesung, geht schon eine Stunde, du hast performt, nachher lernst du noch Leute kennen, und zwar innerhalb von 10 Minuten etwa 50. Ja. Ja, ja. Wirklich mit alles so Mini-Interaktionen, oder? Und nachher heisst es, du weißt gar nicht mehr, dass wir im 15... Ich habe dir gesagt, mein Hund ist gestorben. Ja. Oh, der Fluffy. Fluffy. So sagen wir unserem Sohn. Wie? Wirklich? Ja, er hat über Ulang hat er wirklich so. Er hat viel Haar. Ja. Und er hat relativ viel kurze Haare. Und dann hat er eine Zeit lang einfach so ein paar lange gehabt. Das ist so der Fluff. Es ist wirklich einfach so ein Fluff gewesen, wo dann immer, wenn er im Weg liegt, hat es den so. Und darum ist er der Fluffy geworden.
Es gerät ja eh einfach völlig außer Rand und Band, wenn du ein Kind hast, oder? Aber ich bin froh, dass er nicht in der Schublade ist. Also ich weiss, wie er heisst. Muss ihn nämlich fragen. Aber bei Fluffy, wo du sagst, Hund und Fluffy, habe ich an so, wie heissen die ganz, nicht mal unbedingt klein, aber sie sind jetzt sehr hoch, mit so langen, weißen Haaren. Die Höhe. Ja, also. Ich weiß nicht, wie sie heissen. Aber ja, aber so hat er ausgesehen. Er hat etwa den gleichen IQ. Im Moment. Wir hoffen, dass das noch besser wird. Du hast vorhin noch von Leuten geschwätzt, die online Sachen schreiben. Mhm. Wir haben jetzt viel von der eigentlich tollen Seite geschwätzt, wo, wenn du mal einen Text raushaust, wird dann das auf einmal. Dort ist viral gegangen und etwas Tolles gesehen. Und was aber, also, vor allem als Frau noch viel mehr ist, sind wirklich effektive Hass-Nachrichten. Also, wo wirklich. Ich glaube, Hass. Ich weiß nicht, ob Hass. Hass ist, glaube ich, nicht Frau. Ich glaube, es ist mehr Sexhass. Ja. Yeah. Also, das. Das. Ja. Das hat jetzt also sehr ich höre es viel mehr von Frauen als von Männern, dass eben irgendein frustrierter Sexist muss irgendwie anders, muss irgendwie etwas anderes noch schreiben. Es ist noch spannend, oder? Weil meine Crowd ist hauptsächlich weiblich. Ja. Also sind es, glaube ich, irgendwie 68% sind weiblich. Ja. Also, hast du das auswerten können? Facebook sagt. Ah ja, klar, Facebook schon. Ich meine, bei Live-Shows. Ja, ich zähle schon immer. Ja, nein, ich sage einfach, hey, wie viele Männer sind da? Zwei. Die haben meistens müssen. Das stimmt zwar auch nicht mehr. Es haben jetzt schon ein paar Männer sind gekommen und gesagt, ich habe nicht müssen. Ich bin selber gekommen. Ja, das hat so eine ganze Männergruppe gesehen. Wirklich, das ist schon mega cool. Und es hat solche gegeben, die gekommen sind und gesagt, ich habe einfach meine Frau mitgenommen. Einfach, dass zwei ist, nicht sie mir. Zitat auf dem Flyer. Mann. Genau. Ich Mann Nummer zwei ich von Ich musste vier. Nicht übrigens. Das wäre mal gut. Ja? So auf der Rückseite von einem Buch. Ich musste das nicht lesen. Ja. Ein Mann. Also das jetzt eben viel weniger. Ich merke, wenn ich Text schreibe, gerade so ein bisschen gesellschaftskritische, also sagen jetzt Feminismus, Rassismus, so Sachen, dort werden die Männer einfach wahnsinnig verrückt. Mhm. Und die kommen dann auf Seiten, die sie nicht abonniert haben, und vielleicht sehen sie das, weißt, über jemanden, was kennen oder dass das irgendwo geshared wird und schau, jetzt hat sie wieder und so. Also gerade eben die ganze Mohrenkopf-Debatte zum Beispiel, darf man nicht mehr sagen, ich sage selber das alte Wort nicht mehr. Yeah. Aber weil ich es einfach, wie es mich absolut nicht tangiert, wie ich dem Teil jetzt sage. Und wenn ich Schokikus sage, dann sage ich halt Schokikus. Und wenn es sich so eine Bagatelle ist, machen die es doch auch. Ich habe es eh nie gross gegessen. Eben schon. Wirklich? Ja, ich habe in Freiburg studiert, dort hat es eine Schokifabrik. Den Boden habe ich immer geil gefunden, die Waffeln. Aber alles davor brauche ich eigentlich nicht. Ehrlich? Ja, aber das Problem ist immer, wenn jemand gesagt hat, willst du einen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich nur den Boden gegessen habe, dann esse ich nicht. Du isst jetzt den ganz anderen Zuckerscheiß. Ich will alles. Ich will alles. Ja, oder irgendwie, das ist wie beim Praninato. Da könnte ich einfach Schokistängeli. Wirklich? Irgendwann hoffe ich, dass es so Tafeln gibt, wie aus dieser Schokistängeli Schoki aus dem Praninato. Ja, die ist vor allem. Wer auch immer der Hersteller ist. Pralinato. Pralinato! Ja, klar, es gibt ja auch, ich muss sagen, leider und zum Glück vermehrt so öffentliche Debatten über so gesellschaftliche, zum Teil eben auch Grundthemen, wo leider immer etwas muss passieren, damit das Grundthema wieder mal aufgegriffen wird. Ja. Aber ja, und eben die Leute werden dann auch, also es ist dann immer so, oh, ich kann es fängst nicht mehr hören. Sorry. Ja. Es hat wirklich, es ist recht lustig gewesen, wie bei dieser Schokikus-Geschichte oder bei MeToo. Mhm. Bei MeToo war es recht extrem gewesen. Dort habe ich einfach drei Sachen innerhalb vom letzten Monat aufgelistet, die mir passiert sind. Ja. Hey, und da ist das Zeug gekommen. Also ob ich je jemanden würde anlangen, dich würde ich auch. Und so, weißt du, öffentlich mit Klarnamen. Oder eben dann die Schokikus-Debatte, wo so gekommen ist. Ja, haben wir dann kein grösseres Problem? Ich sage, das eine schließt das andere nicht aus. Und du bist ein weiser Mann. Du bist doch einfach still. Ja. Also, und ich wollte sagen, dass die nie etwas dürfen sagen. Ja. Aber ich finde auch für sie, ich glaube tatsächlich, dass die ganzen Wandel für viele Leute halt unkomfortabel sind. Das ist halt so. Ja. Also wenn jemand etwas verlangt, dann
muss eine Umdenkung passieren und das ist halt ein bisschen anstrengend. Aber gerade wenn man so von Homo-Ehe redet zum Beispiel, das nimmt doch deiner Ehe nichts weg. Nichts. Du bist ja immer noch verheiratet mit deiner Frau, du hast deine Kinder. Ist doch das alles ist wahrscheinlich das Problem. Lassen wir das einmal dahingestellt. Aber es ist wie so, hey, du hast immer noch viel Komfort und es nimmt dir wirklich niemand etwas weg. Und wenn du jetzt halt Schokikuss sagen musst. Oder der Doubler, der hätte das ja können nutzen können. Der könnte sagen, hey, jetzt sagen wir Doublerkopf. Das hätte können werden wie was ist Tippex? Das ist auch eine Marke. Der sieht ja aus wie ein Südstaaten War Hero. Also, ja, er hat ein Hillbilly-Charakter, gell? Ja. Ich kann mir es nicht anders vorstellen. Ich kenne ihn zu wenig. Vielleicht ist das ganz ein cleverer Typ. Ich habe das zu wenig verfolgt. Jedes Mal, wenn ich sein Bild gesehen habe, ich lasse mich gar nicht auf das ein. Weil ich reg mich auf. Ja, ja. Und ich habe lustig gefunden, jeder, der jetzt noch Morgenkopf sagt, ist ein Doubler. Habe ich lustig gefunden. Ja. Eben, mir ist es vorher auch wieder passiert. Wie automatisch. Nochmal, weißt, ich verstehe jeden, der sagt, ich meine das ja nicht böse. Das ist völlig klar, dass du das nicht böse meinst. Es geht nicht um dich, es geht um die Leute, die sich davon verletzt fühlen können. Und dein Aufwand, das Schocki-Wort anders zu sagen, ist unverhältnismäßig viel kleiner als die Auswirkungen, die es auf jemanden kann. Und auch wenn es nur jemand oder zwei oder drei sind. Mhm. Ja, ich habe im Fall auch einen dunkelhäutigen Freund, der es ist gut möglich, dass dein Dunkel, das ist doch super für ihn oder sie, wo dann nicht sich muss betroffen fühlen, aber es gibt Leute, die sich betroffen fühlen. Ich habe dann so ein Beispiel gebracht, wenn es jetzt anstatt von Zellschnitten würde, ohne L heissen, das Wort ist mir schon sehr, sehr häufig gesagt worden. Und das ist kein schönes Wort. Und es ist auch kein Wort, das dem gerecht wird, was Frauen zwischen ihren Weihen haben. Und da würde ich auch sagen, du, können wir es doch irgendwie Kaiserschmarrn nennen? Nein, was ist es? Es ist glaube French Toast. Ist glaube ich, das Pendant. Was ist French? French Toast. Ich glaube, Fotzenschnitt ist glaube French Toast. Nicht. Das ist doch das, was so in eingekehrten Toast. Ist das French Toast? Das gibt's. Ja, okay. Wenn wir bei den Backwaren sind. da würde ich auch anstellen, wenn irgendwelche Frauen würden sagen, das beleidigt mich nicht, dann wäre das ja tipptopp. Aber hey, und da sind wir zurück bei diesen Schreiben, gerade am Anfang, wo Pony M entstanden ist. Weißt, bevor sich da die Spreu ein bisschen vom Weizen und wo die sich dann weggeklickt haben, wo sich nur aufregen wollten, ist da wirklich ganz, ganz wüstes Zeug gekommen. Yeah. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es doch zwei, drei Sachen gegeben hat, wo dann hat die Polizei, also nicht eingeschaltet werden, wo ich Rücksprache gehalten habe und gesagt, dass mir ist unwohl. Also einer, der irgendwie, dort habe ich in Basel habe ich gelesen. Nein, am Podium habe ich teilgenommen zu psychischer Gesundheit war das. Das war im Unternehmen Mitte, dort, auch schön dort in dem Saal rein, in die Mitte. Und der hat mir vorher immer wieder geschrieben und ich habe ihn einfach ignoriert. Und er hat aber nicht aufgehört. Und hat also über Monate vorher immer wieder so, ich würde sagen, so jede Woche vielleicht einmal. Und am Anfang noch sehr positiv und dann immer so ein bisschen und nachher so, übrigens, schöner Rock und beim Vorbeilaufen hast du im Fall fein geschmückt und wo es einfach so ein bisschen, also wo du gemerkt hast, gut, jetzt ist der von seinen Nachrichten im Internet schon an, und obwohl er dort schon gesagt hat, hey, ich will dich nicht mehr abonnieren, das ist so ein Blödsinn, was du erzählst, ist er dann doch noch dort angekommen. Hättest du mir mal geantwortet? Genau, der sehe ich. Darum bin ich da, Joel. Wachmeister. Nein, also es ist, gell, auch dort, glaube ich, gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Aber ja, nochmal, ich würde auch dort immer noch lieber alles als nichts. Also ich hätte lieber auch die positiven Rückmeldungen und niemand halt das bisschen Hass, das kommt. Und eben auch dort, da muss ich dann mich wieder selbstkritisch an der eigenen Nase nehmen, wenn man mir widerspricht, und zwar logisch, dann fühle ich mich wahrscheinlich so, dabei, die Person hat genauso Anrecht auf ihre Meinung. Ja, ja. Was aber spannend ist, also gerade so bei Gesellschaftsthemen, dann schreibt jemand etwas, wo dem widerspricht. Also ich schreibe etwas und er oder sie antwortet und dann fange ich eine Diskussion an. Das heisst,
kannst du eigentlich keine andere Meinung akzeptieren. Ja. Also deine Meinung steht da. Dass ich sie akzeptiere, heisst nicht, dass ich ihr zustimme. Absolut. Also Meinungsfreiheit bedeutet nicht Freiheit von Gegenmeinung. Ja, ja. Ich finde auch, das ist immer klar spürbar bei Diskussionen, wo entweder will man wirklich über das Thema schwätzen, ja. Oder man will einfach wirklich, was heutzutage leider sehr oft passiert, man hat einfach mal ein Team gewählt. Ja. Fußball. Ja. Rot oder blau oder einfach immer eine Seite. Ja. Und die ist es. Mhm. So. Eben, dann ist quasi völlig egal, was gesagt wird. Oder? Mhm. Was ich auch ein bisschen ein Grundproblem finde von vielen Diskussionssendungen, weil ja eben sehr gern spezifisch ausgesucht wird. Ja, ja, so, extrem einig, genau, oder? Immer nur extrem da, weil würde ja nicht so eine geile Quote geben, wenn einfach mal vier Menschen würden entspannt, ja, ja. Entspannt über etwas schwätzen. Ja. Das war bei mir, das ist bei dem Club so gewesen, übrigens, bei den Comedians. Ja. Haben x Leute nachher geschrieben, so, oh, das war ja mega mau, sind euch doch nicht so einig, ich habe mich über Diskussion gefreut. So. Diskussion ist im Fall nicht schlimm. Obwohl, ich habe es auch nicht, das ist jetzt auch nicht die beste Sendung, die ich je gesehen habe. Da nehme ich mich drin ein. Aber ja, das ist auch etwas, was ich finde, ich pflege das sehr, vermitteln. Yep. Es gibt gewisse Themen, wo ich sehr dezidierte Meinungen habe. Yep. Zum Beispiel Organspende. Das ist etwas, wo ich immer wieder dafür Werbung mache. Und da wird ja auch verrückt. Yep. Also, obwohl, ich mache es dann gleich immer wieder. Aber ja, ich gehe dann go challenge. Also wenn dann jemand kommt und sagt, nein, ich spende nicht, dann sage ich dir, ja, würdest du auch kein Organ akzeptieren? Also, das sage ich ja nicht. Ich wollte einfach nicht, dass das der Ärzte-Lobby mich ausnimmt. Ja, und dann ja, kannst du ja aufhören zu diskutieren. Schon klar. Und vermitteln ist einfach nicht mehr cool. Mhm. Oder? Es geht um Quoten. Und das ist halt das, wo Gratis-Medien daran kranken. Mhm. Die sind natürlich, jeder Klick ist Geld. Klar. Und dann postet man Zeug, wo möglichst viele Leute entweder positiv oder negativ berührt. Und die liefern sich dann einen Krieg. Und das ist gerade nochmal ein Quotenkiller. Ja. Ja, ich habe es eben gemerkt, gerade was halt in den letzten Monaten die grossen und globalen Themen gesehen sind, oder auch MeToo damals. Ja, ja. Weißt du fährst dann an, dich selber hinterfragen. Also weißt du, mit Charlie dann ein Gespräch gehabt, vor allem, wo dann irgendwie auf einmal Komiker hops gegangen sind mit MeToo-Geschichten. Ja. Gibt es wirklich mal so den Moment, wo du auf so einer Seite sagst, habe ich irgendetwas mal? Ja. So, oder? Und dann kommt aber auch die Erkenntnis, nein. Und dann kommt so also der Moment, wo du sagst, dann nicht enthalte ich mich, aber wenn, wie auch bei Black Lives Matter, weißt du, wo ich sage, wenn es wie schon klar ist, ja, ja. Für mich, für dich, ja. seit Jahren, dann... Muss man sich dann noch äußern? Ich finde es auch schwierig. Also nein, dann ist vor allem, gerade als Komiker, ist dann immer so... Antworten, ob du weißt, in der Comedy darauf zurückkommen willst. Eben, nutzt deine Kunst dafür. Ja. Wo ich sage, also ganz ehrlich, das ist hoffentlich schon in jedem Programm irgendjemand spürbar gesehen. So mal eine klare Nummer über Rassismus gemacht, wie ich das in der Schweiz empfinde. Aber halt eben aus meiner Erfahrung, weil ich sage, ich bin bei einer Geschichte dabei, wo das passiert. So, oder? Oder ich habe da etwas beobachtet, dass es... im Muttital der Einzige gegeben hat und dann kommt der andere dazu und so weiter und so fort. Oder? Habe ich das in irgendeiner Art und Weise schon mal angesprochen und habe dann das Gefühl gehabt, sollte ich jetzt auch noch sonst irgendwie etwas dazu sagen. Genauso wie Witz. Ich habe während MeToo ist mir ein Witz eingefallen. Und dann habe ich überlegt, ich glaube, ich würde mehr schlecht machen, wenn ich das jetzt veröffentlichen würde. Obwohl ich absolut den Kurs unterstütze. Und mit dem Witz eigentlich auch nicht gegen den Kurs. Das war ein dummes Wortspiel. Ja, ja. Irgendwie quasi, als würde ich meinen Fall schreiben. Und da habe ich geschrieben, was ist gesehen? Als ich ungefragt angespritzt wurde, Hashtag Meteo. Meteo statt MeToo. Ach so. Das Wetter ist schuld. Ja, so. Ja. Also, und Ich bin froh, lachst. Ja. Nein, aber ich habe dann so gefunden, es würde viel mehr Schaden anrichten. Es würde viel mehr... Ja, auch an dir.
oder? Also nicht nur am Cause, sondern auch an dir. Nein, und vor allem, es würde auch den Menschen Unrecht machen, die eben wirklich sich getraut haben, ihre Erfahrungen zu äußern. Mhm. Und dort kommt dann eben genau wieder der Punkt, wo du sagst, wenn Jimmy Carr das geschrieben hat, um das Beispiel zurückzunehmen. Ja, das wäre sein Narrativ, das da gefüttert wird. Oder? Genau, ja. Genau. Ja, ja. Also, gell, eben, das ist halt bei mir so, ich halt nicht die Humorschiene. Das finde ich noch schwierig, oder? Wenn es humoristischer dazukommt, dass dann häufig sagt, ja, das ist einfach zu ernst. Dabei ist das einfach auch ein Stilmittel. Was ich eben schon auch finde, ist, dass man so davon ausgeht, dass man seine Meinung nicht ändern darf. Mhm. Das ist wie so, hey, ich habe früher noch gefunden, dass es okay ist, das alte Wort für Schocke zu brauchen. Heute finde ich, nein. Ja. Und dass man dann nicht zerfleischt wird. Ja. Also es ist wie so, ich habe ein paar Männer in meinem Umfeld, die sagen, hey, wenn ich jetzt zurückschaue, was ich in meinen 20er katznageldicht in der Disco eins Frauen angeschickt habe, nicht, dass ich sie, aber das würde ich heute, wenn das jemand mit meiner Tochter würde machen. Hey. Also, die Grenzen sind auch anders geworden und das finde ich, das kann man ja eh nicht rückgängig machen, aber es ist gut, wenn man mal sagt, hey, ich merke jetzt, wie gängig das war, dass man Frauen, wenn man die antanzt, dann hat man sie berührt. Mhm. Und das machst du heute viel weniger und das ist auch gut so. Ja. Und das ist nicht eine Freiheit, die man einem Mann beraubt, sondern es ist eine Freiheit, die man einer Frau gibt, nämlich die Freiheit, von einem Mann gelangt werden. Yeah. Und das ist wieder die gleiche Diskussion wie mit dem Schokokopf, oder? Es geht nicht um deine Freiheit, deine Meinung zu sagen, sondern es geht um die Freiheit von anderen Leuten, beleidigende Wörter über sich selber jeden Tag im Mikro vor der Birne zu haben. Mhm. Und das ist auch das, wo ich habe mal ein Beispiel gebracht, ich war mal im Mikro, not sponsored, hätte auch ein anderer Supermarkt können sein. Und bin dort irgendwie beim Gemüse gestanden und ein Dude ist vorbeigelaufen und ich habe ein T-Shirt an, das super drauf gestanden ist, einfach so riesig. Mhm. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, cooles Shirt. Mhm. Und ich habe gesagt, so cool, jetzt hat er mir einfach ein Kompliment gemacht und beim Weglaufen sagt er, auf dieser Höhe schaut man auch gerne. Mhm. Und natürlich hat er mich wieder angelangt, noch bedrängt, sonst, weil er ist ja nachher weggelaufen. Aber warum ist das nötig? Also, und dann ist dann auch die Rückmeldung gekommen, ja, und wenn so Sachen machen, dann jetzt so ein riesen Trara, hat euch ja niemand vergewaltigt und so. Ja, ich tue auch nicht eine Ohrfeige mit einem Mord gleichsetzen. Yeah. Aber ich will gleich nicht jeden Tag eine Ohrfeige nicht bekommen. Mhm. Und ich darf mich auch gegen eine Ohrfeige sehr wohl wehren. Und darum eben, die Diskussionen, glaube ich, die kommen häufig und es gibt auch solche, die tatsächlich nerven, aber ich glaube, das müssen sie. Ja. Ich denke das auch immer wieder, ich habe das Gefühl, ich bin so bitter, ich bin eine Feministin, aber es gibt auch Themen, wo ich bleiben lasse, weil ich einfach keinen Streit will. Und das ist vielleicht feig. Zum Teil bewundere ich die, die jeden Tag Huren auf den Grind bekommen. Die aber immer wieder sagen, nein, wir müssen einen Wandel haben, nein, wir müssen einen Wandel haben. Das braucht Frauen und Männer, die nerven. Mhm. Hat es immer gebraucht, oder? Es sind immer die Leute, die gesagt haben, ah, die, das ist so ein Feminazi. So, ja, und das sind die etwas bewegt haben. Ich glaube, grundsätzlich in der Menschheit ist es so, dass es ja immer ein bisschen drüber muss gehen, damit das darunter erreicht wird. Ja, genau. Das ist jetzt, ich habe so oft den gleichen Satz gehört, von wegen, was soll das Black Lives Matter überhaupt bei uns? Ja. Das ist ein Problem von den Amis. Wir haben nicht Polizeigewalt gegen Schwarze. Aber das Gute ist doch, dass mir eben leider passiert etwas Extremes dort. Dass dann aufgrund von dem wir darüber diskutieren, wie heisst jetzt das Gebäck und sollte vielleicht einmal das Kantonswappen von, nicht das Kantonswappen, das Gemeinswappen von Mörike überdacht werden. Vielleicht einmal einen kleinen Touch-up kriegen oder so. Und um das geht es ja eigentlich. Ja, ist übrigens das Gleiche gesehen mit, hat es einen Lockdown gebraucht? Oder so. Nein, aber weißt du was, damit Menschen dann vielleicht nicht mehr sich im Tram so ins Gesicht husten, hat es vielleicht gebraucht, dass sie mal zwei Monate daheim sind. Ja, also, weißt, ist so. Ja, weißt du, und hat es einen Lockdown? Also es sind ja sehr spannend, oder? Wie dann kurz nachdem die Öffnungen gekommen sind, sind sie schon gekommen und gesagt, seht ihr, es war völlig übertrieben gewesen. So, ja, vielleicht sind es ja genau die Massnahmen gewesen, die gemacht haben. Aber schau mal, weißt, das Zahlen, geht ja, oder? Das geht ja jeden Tag. Und zwar wirklich, ich habe mich
während dieser ganzen Zeit habe ich mich sehr darauf bedacht. Und jetzt mache ich quasi Werbung. Mhm. Und zwar einfach, weil, nicht weil ich dort ab und zu eine Sendung mache, sondern einfach, weil ich finde, es ist das Richtige. SRF Newsportal ist mit Abstand das gesündeste und informativste und neutralste, wo man sich geben kann. Ja. Ist einfach so. Mhm. Weil ich habe es einfach erst extrem gemerkt, während jetzt dieser Zeit, dass du kannst dir einfach wirklich informativ, sachgerecht, Satz für Satz gehen, zu was ist dort passiert, was sind Zahlen, was ist das. Ja, ohne dass man auf Klicks... Voilà. Ja. Und dann kannst du zu irgendwelchen Kollegen, wo es dann heisst, geheime Blätter gefunden, wo es heisst, es geht bis 2023, irgendwie die Woche drauf. Im Herbst sind wir schon wieder in den Fußballstadien. Und, also, es ist dann und die anderen, so, es war alles nur ein Hoax gewesen. Genau. Wir könnten gerade aufmachen jetzt. Sensation, oder? Und das Zweite, was ich mache, und das ist dann eben mehr, um so ein bisschen zu sehen, wie gewisse Menschen ticken, ist, ich gebe mir eigentlich immer auf Twitter gebe ich mir die BAG-Zahlen. Mhm. Und dann siehst du, was drunter ist. Und es hat wirklich einfach so wiederkehrende Schemen. Weißt, einmal sind Zahlen hoch, dann heisst es, eben gesehen ihr das und das und das. Und dann nach den Zahlen mega tief, dann schreibt der gleiche Mensch wieder, eben gesehen ihr. Also, weißt du, so. Ja, ja. Eben, irgendwann hast du dich einfach entschieden. So, oder? Und, ja, eben, das ist dann auch selektive Aufmerksamkeit. Oder? Man nimmt dann eigentlich, man liest dann, oder man hört nur noch das, wo man will hören. Und das kann glaub mir, auch die finden die SRF-Zahlen oder SRF-Bericht, finden sie Abschnitte, wo ihr ein Narrativ... Logisch, ich bin auch nicht komplett... Also weißt, ich bin auch nicht... Man kann ja gar nicht neutral sein. Mhm. Komplett. Mhm. Und ich finde auch, eine gesunde Skepsis ist in Ordnung. Aber ich habe dann irgendwann... Ich habe dann Werbung gemacht für die Covid-App, weil ich gefunden habe, hey, wenn es nützt, nicht so schatz nicht. Ja, Schlafschaf und Mainstream-Medien und der Geheimstaat und der Bill Gates und so. Und dann ja, habe ich dann irgendwann geschrieben, ist das nicht einfach wahnsinnig anstrengend, wenn man sich immer manipuliert fühlt? Mhm. Und ich habe ja noch geschrieben, gesunde Skepsis ist im Fall total in Ordnung. Mhm. Und dann, ja, aber du machst Scheuklappen, Mainstream-Medien. Nein. Ich schaue tatsächlich vielleicht nicht ganz das Extrem, was du jetzt da erzählst. Aber ich glaube, man muss skeptisch sein. Aber es gibt auch gewisse Sachen, wo man durchaus mit gesundem Menschenverstand, was natürlich dann auch wieder eine Definitionsfrage ist. Ich fände das... Weißt du, ich will nicht sagen, dass man nicht hinterfragen soll, aber ständig das Gefühl haben, man werde manipuliert und nur eine gewisse Untergrundgruppe weiss vom Attila Hildmann. Wie? Also eigentlich sind sie oft Echsenmenschen, oder? Lizard People. Ja. Gell? Eben, das habe ich dann auch aus Spass. Habe ich all diese Hashtags unten an. Nur weil wir nicht für Impfungen sind, heisst das im Fall nicht, dass wir glauben, der sei flach. Natürlich glaube ich, ja. Weißt. Yeah, yeah. Obwohl das mit den Impfungen ist auch ein touchy Subject, gerade wenn du ein kleines Kind hast. Yeah. Und ich habe mich dann mal getraut, mich so ein bisschen zu äußern und schon dort. Es geht, ja, touchy subject, das ist wahrscheinlich genau das richtige Stichwort. Mhm. Und weißt, das ist ja lustigerweise, Menschen achten sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr drauf, weil jetzt haben sie ja mehr Zeit gehabt, überall, Bildschirmzeit ist auf einmal aufgeschnellt. Aber die blöden Benachrichtigungen vom iPhone so. Judging. Ich habe für ganz kurze Zeit habe ich so eine kleines Samsung gehabt, Android. Und ich habe es aufhören, weil, wenn ich den Wecker gestellt habe, hat er angezeigt, in 5 Stunden und 24 Minuten klingelt ihr Wecker. Oh nein, das ist weißt, Psychoterror. Wenn du Zeit eingegeben hast, don't. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, kannst du das abstellen? Ich drehe durch, Mann. Aber wirklich, es hat mich immer daran erinnert, heute schläfst du zu wenig, morgen schläfst du im Fall auch schon zu wenig, einfach jetzt schon. So. Nein, was ich wollte sagen, im 17. habe ich mal so eine Websendung gemacht für das SRF, die Kaiser von Mutzenbecher. Ja. Und in der allerersten Folge habe ich einen Joke über den Blocher gehabt. Ja. Nicht einmal politisch, sondern irgendwie wegen, weil er dort mal beim Sexy-Leuten doch mal vom Podium geht. Ja. So. Ah nein, genau, er hat sich die Nase gebrochen.
Beim Podium? Nein, aber nicht beim, sondern grundsätzlich. Irgendwann hat sich die Nase gebrochen. Und dann haben wir so halt, genau, ja. dann haben wir Jokes gemacht, eben ja quasi, vielleicht weil er vom Podium gefallen ist, und dann haben wir es verbunden mit einem Erdbeben, wo es gerade noch geht in der Schweiz. So, dann haben wir gesagt, wahrscheinlich hat es Erdbeben, irgendwie so ist es gegangen. Und dann habe ich intern habe ich schon mega Diskussionen gehabt. Wegen dem Joke. So, oder? Weil, eben, macht man sich jetzt über den Mensch an sich lustig und Verletzungen ist nicht lustig, okay. Genau, so. Wo ich sage, aber komischerweise, wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, auf ein blödes Beispiel, High Society Lady XY gesehen war, dann hat man sich auch lustig gemacht darüber. Dann hat man es wahrscheinlich durchgewunken, oder der Ex-Bachelor. Mhm. Ja, lustig. Ja, aber jetzt in dem Fall ist es eine Person, wo dir ein bisschen Respekt davor hat. So. Und dann hat das wirklich intern hat das mega Kreise gezogen. Und irgendwann habe ich einfach gefunden, ich schreibe jetzt dem Jacobo. Dann habe ich mir SMS geschrieben, habe gesagt, hey, kannst du schnell telefonieren? Dann haben sie erklärt. Und dann hat er gesagt, nein, das ist eine Frechheit und solche Sachen. Und dann hat er mir ein SMS zurückgeschickt, wo er seine Meinung kundtut, wo er so schreibt, anscheinend wird auch das und mit dem verwechselt, so sad. So ein cleverer Typ. Das ist großartig. So, und das habe ich dann intern weitergeschickt, dann hat das wieder Kreise gezogen, ladidadidadida. Schlussendlich hat ich den Blocher verklagt auf 2,7 Millionen. Eben, los jetzt. Und dann, und danach haben wir es tatsächlich so können ausstrahlen. Ja. So, draussen gesehen, okay. Was ist passiert? Fucking nothing. So. Ja. 3 Folgen später war die Arena mit dem Daniele Ganser. Ja. Und dann habe ich... Ich habe den Daniele Doktor. Voilà. Und dann habe ich meiner Meinung nach immer noch brillanten Witz gemacht, wo ich einen Aluhut anziehe und wo ich Sachen zusammenrechne, die am Schluss sogar Sinn ergeben, wenn man alle die Kettenreaktionen nimmt. So, oder? Und dort sind 137 Reaktionen gekommen. Also E-Mails? Kommentare, E-Mails, Direct Messages, bla. Und einfach, eben darum sage ich, das ist ja eigentlich kein moderner, also kein Phänomen von der Neuzeit. Im Sinne von, es ist jetzt nicht erst das Jahr, sondern das... Ja, das ist schon klar, aber die Leute um den Ganzen, die sind natürlich Social Media technisch besser organisiert. Es hat so ein Mob-Ding gehabt. Und jetzt also nicht wegen dem, sonst kommt jetzt schon wieder... Sondern auf viel mehr, du hast dann gemerkt, das ist auch oft so ein bisschen der ähnliche Satz und da wird halt auf den irgendeinem Forum, in irgendeiner Community, was weiß ich, heisst, schau mal da. Ja. Aber das habe ich dann auch spannend gefunden, wie eben gewisse touchy Subjects, wo man sagt, hey, wir machen Jokes. Ja, also, das ist natürlich auch ein bisschen Get Out of Jail Free Card. Also, dann kannst du natürlich sagen, was du willst, und dann, oh, sorry. Ist ja nur ein Witz gewesen. Nein. Also das finde ich, da muss man dann auch aufpassen. Aber ich habe es in dem Fall extrem gefunden, weil wieso kriege ich die gleiche Wertung wie eben eine Arena-Diskussion? Mm. Und ich sage, bei uns ist nicht der Anspruch, zu informieren. Sondern zu unterhalten. Und darum, ich sage nicht, alles ist mit einem Witz entschuldbar, sondern ich habe wirklich, auch dort, und das ist sehr satirisch gesehen zum Teil, ich habe immer alles genau können belegen, argumentieren, warum ich das jetzt genau so sage. So. Ja, das ist auch wichtig, oder? Es nützt bei denen, wo dich logisch hinterfragen, nützt es gerade bei den anderen. Das ist mir auch schon, ich habe mal ich weiß nicht mehr, was für eine Initiative war von der SVP, die dann abgelehnt worden ist, dann habe ich und dort hat es dann wirklich, hast gesehen, bei Watson hat es dann relativ viele Kommentare gegeben und du hast wirklich die exakt gleiche Zahl von Blitzer ist innerhalb von, also kannst du, bei Watson kannst du herzeln und blitzen bei den Kommentaren, ist innerhalb von 10 Minuten auf 100. Und das muss in irgendeinem Forum, klar, muss das geteilt worden sein und das hat dann so ein bisschen, das ist ein bisschen spooky irgendwie, oder? Yeah, das haben die ja nichts besser zu tun, als meinen Blödsinn zu teilen. Ja, ja, ja. Ja, ja, also ich finde, Social Media wecken ganz viel Gemeinschaftssinn, aber auch Mob. Mhm. Oder? Also ich finde, es ist wieder Sonne- und Schattenseite. Oder? Mhm. Also ich finde nach wie vor, finde ich es mega lässig, auch weil ich viel Bekannte in den USA habe, in England und so, wo ich sehr regelmäßig mit einer
kommunizieren über die verschiedenen Plattformen. Ja. Und gleichzeitig hat es auch andere Sachen, die ich einfach fast ein bisschen beängstigend finde. Jetzt im Hinblick darauf, dass ich ein kleines Kind habe. Ich meine, wie lernst du das, einen gesunden Umgang mit Social Media? Ja. Also das, auch wenn gibt es ein Handy. Natürlich kann man sagen, ja, erst mit 18. Ich habe mit 18 mein erstes Handy bekommen. Mhm. Aber das ist heute nicht mehr zeitgemäss, oder? Dann wird er einfach verprügelt, weil er kein Handy hat. Er ist jetzt schon sehr gross. Ich hoffe einfach, ich kann den anderen Stand sagen, ist mir gleich, ich gehe jetzt mit meinen Holzklötzchen spielen. Und das sind dann, oder dass er irgendwie mit einem Holzklötzchen telefoniert, yeah. Mit 16. Aber ja, ich finde, das stellt einem vor viele neue Herausforderungen. Ja. Yeah. Ich habe oft das Gefühl, was momentan noch das grösste Problem ist für Social Media, ist die Anonymität. Die Leute. Ah. Oh. Dass es existiert. Ja, genau. Nein, die Anonymität. Weil, ja, ja. Weil früher hat es vielleicht Leserbriefe gegeben. Ja, ja. Da hast du also sehr viel Hass müssen haben, dass du angeguckt bist. Genau, der Aufwand ist grösser gewesen. Und das ist ja dann auch zuerst noch an irgendeiner Publikation, ja. Wo dann nochmal ein Gremium geschaut hat, ja. Entschieden hat, das tun wir jetzt nicht abdrucken, das ja. Drucken wir ab, weil es hat so etwas wie eine differenzierte Meinung ja. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, so ein von den letzten Fehler, wo es gibt, es wird jetzt nicht danach immer noch die Bewegungen geben und ja, ja. Die Probleme. Aber das würde sicher einen grossen Teil schon mal ein bisschen vereinfachen, wenn du... Jeder mit seinem Namen müsste anstehen. Mit deinem Namen und einem erkennbaren Bild ja, müsstest. Mit deinem Arbeitgeber genau. Vielleicht noch. Und dann heisst es, ja, aber ich will das nicht. Und so. Dann bist du halt nicht da drauf. Ja. Genau. So einfach. Ja. Weil genauso wie du für gewisse Sachen auch die Pass musst irgendwie einscannen und verifiziert werden ja. und la, glaube ich, würde das ein grosses Problem lösen. Also ich glaube, es lässt sich wirklich übertragen, dass Social Media Vandalismus am Menschen vereinfachen. Du kannst anonym genau. Etwas kaputt machen, ja. Ohne dass du Konsequenzen musst tragen. Richtig. Weil auch im echten Leben gibt es ja Menschen, wo mal sagen, ey, ich finde das scheiße. Sind einfach sehr wenig, oder? Genau. Ja. Und dann muss ich immer sagen, eigentlich auch ein bisschen Respekt dafür. Ja, ja, dass sich jemand getraut, oder? Ja. Weil er hätte ja die Möglichkeit, das sehr anonym genau. zu machen. Genau. Also das glaube ich auch. Ich glaube, es ist ein einfaches Ventil, oder? Und ich glaube, ich muss dann immer, ich tue dann schnell mal urteilen auf der anderen Seite. Gell? Ich glaube auch, der Wunsch nach Bedeutung hat der Mensch. Oder er will etwas sagen, wo die Leute gehört werden. Mhm. Und ich darf das wie nicht verurteilen, weil das ist mein Beruf. Ja. Oder? Also ich habe das Outlet. Ich habe ein Outlet, wo irgendwie 66'000 Leute jetzt rein auf Facebook eingebunden sind. Und dann sagen, musst du mir nicht meinen, ich könnte im Internet etwas schreiben und die Leute lesen das auch noch, wenn ich ja eigentlich von dem Leben. Und weißt, natürlich kann ich sagen, hey, ich verdiene meine Brötchen, aber natürlich tut das meinem Ego auch gut. Also ich finde, das ist ja so das Ganze, die Selbstdarstellerei, du bist eine Selbstdarstellerin, ja, selbstverständlich. Also Künstler stellen sich ja in einer gewissen Form selber dar. Mhm. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie. Und wenn du das in einer nicht authentischen Form machst oder in einer bösen oder in einer nicht so qualitativen, dann vergehst du wieder. Also ich finde, es gibt ja immer wieder so Phänomene, die kommen, mega gehypt sind und dann wieder vergönnt. Ja. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, wenn du auf Social Media bestehen willst, ja. ist die Langlebigkeit. Ja, das ist auch in deinem Fall hat's auch eine komplett andere Bedeutung für eben das, was du machst. Mhm. Weil du brauchst ja beide Seiten sozusagen. Ja, genau. Also eben, du brauchst ja die Anerkennung und Menschen und Augen, die das sehen. Mhm. Und durch das gibt es ja auch wieder einen Streufaktor, weil du genau. auch selbst bei Social Media nicht nur die 100% vom Kuchen ankriegst, die das toll finden, genau. sondern das ja, kommt ja, dir das gibt's halt. Ja, ja. Ich habe natürlich einen viel, viel geringeren Stellenwert in meinem Leben für Social Media und auch vor Social Media. Mm. Natürlich hilft es mir sicher noch, das ein oder andere Ticket zusätzlich zu verkaufen, aber das wirkliche Feedback
ist das direkte genau. Vor Ort, wo Menschen dort hocken. Ja, das musst du dir trauen, oder? Dann musst du das sehr wie ja, Facebook aber, kannst du einfach. Genau, ja, aber wenn sie nicht lachen, ist es ein Feedback. Ja, 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 das ist wahr. Ja, oder, ja, oh, ja, ja, ja. Mhm. Oder eben sogar etwas reinrufen oder danach kommen und etwas dazu sagen. Mhm. Oder? Und das ist die Interaktion, die ich dann in dem Moment habe. Aber wenn Teil vom Job eben auch Social Media beinhaltet, dann logischerweise ist das auch nochmal eine andere Gewichtung und eine andere, wie will ich sagen, eine andere Vorsicht, wie man damit umgeht. Ja, also ich glaube, ich glaube auch, das ist am Anfang ist das eine viel größere Herausforderung gewesen. Jetzt ist das wie so ein homogener Kuchen, wenn man das so will sagen. Yeah, oder yeah. Sind alles wirklich häufig Leute, die sehr positiv, sehr respektvoll sind. Auch nicht, also so die Hauptgruppe sind Frauen zwischen 25 und 34. Und das sind nicht die, die gehen... 34, nicht 35. Nein, 25 bis 34. Und dann fangen die neue Gruppe an, von 35 bis 35. Also 25 bis 34, ja. Yeah. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Privileg. Oder? Das sind nicht Leute, die... gehen reinschiessen oder gehen beleidigen. Oder? Und wenn, dann sind das meistens Leute, die jemand anderen sehen, kommentieren und dann kommen. Das sind nicht mein Klientel, sozusagen. Oder auch, das ist echt lustig, ich habe mal in St. Gallen eine Lesung gehabt, in der Grabenhalle, glaube ich. Und der, der das veranstaltet hat, der macht sonst so Techno-Partys und grosse Partys. Und er ist wirklich, ich hatte dann zwei Lesungen hintereinander gehabt, und er ist am nächsten Tag schon gekommen und gesagt, du, das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Dann habe ich zwei Tage hintereinander das gleiche T-Shirt anlegen. Weil normalerweise wird der beworfen mit weiss ich nicht was. Und bei mir, gell, brav, alle Girls haben dann noch ihre Becher brav auf die Bar gestellt und sind gegangen. Irgendwie fünf Minuten nach der Lesung war alles blitzblank gewesen. Und er sagt so, weisst du, normalerweise muss ich irgendwie morgen um 9 Uhr die Leute mit einem Besser da raus. Plus, gell, je älter das Klientel, desto kaufkräftiger auch. Das ist natürlich auch etwas. Darum kann ich auch bestehen, oder? Die Leute sind dann bereit, für so einen Abend doch einen Batzen auszugeben. Mhm. Oder für ein Buch. Oder? Und viele von diesen Social Media Stars, von den ganz Jungen, die haben zwar eine riesige Crowd, aber die haben halt keinen Stutz. Die ganz Jungen, oder? Ja. Und das ist dann ein bisschen gemein, oder? Weil die haben dann wie die Basis nicht, um sich selber finanzieren können. Ja, und wenn, dann ganz der Stutz einmal aus. Mm. Also das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich so eher aus der Ferne bis jetzt... Ja, und dann kommen sie nicht mehr nachher. Genau, weil es halt wichtiger ist, das Foto mit dieser Person zu machen, als das Erlebnis an sich zu haben. So, das ist ein bisschen das, was ich schon oft gesehen habe. Ja. Und eben, dann hast du das gekriegt, was du hast wollen. Also gibt es keinen Grund mehr, nochmals zu gehen. Ja, und was natürlich so eine Lesung ist oder eine Comedy-Show oder auch ein Konzert, ist das Gefühl von, also hoffentlich, das hat mir gefallen. Ja, ein Erlebnis sozusagen. Genau, ich habe das als tolles Erlebnis in mir und ich will das in irgendeiner Art und Weise wieder haben. Ja, genau. Und zwar am besten nicht genau gleich. Mhm. Also es sollte ja immer auch noch ein bisschen... neuen Inhalt haben. Ja. Also ich finde nichts toller, als wenn ich eine geile Band schaue und die spielen das Lied, aber in einer bisschen anderen Version jetzt. Weißt du, mal irgendwie neu aufgesetzt, irgendwie, heute ist es ein bisschen akustischer, nicht mit der Super-Ecke. Ja, oder neue Lieder dazwischen und dann Klassiker. Genau, das sowieso. Oder, das sowieso. Also, und das mache ich... Ich mache das zum Teil, ich habe so gewisse Texte, die sehr beliebt sind, die Leute immer wieder zu Tränen rühren und die habe ich dann in mehreren Tours auch gebraucht. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn sie halt an eine neue Tour kommen, dann wollen sie einen neuen Inhalt. Ja, sonst wenn ich nicht die gleiche Show zweimal sehen. Absolut, wenn ich ein neues Programm mache, dann ist auch wirklich alles neu. Finde ich immer so komisch, wenn dann auf einmal ein Programm anders heisst und es hat aber noch mega viele alte Sachen drin, ja. Gut, was ich jetzt gemacht habe, ist so die Tour d'Amour, das ist von allen vier Büchern ein Best-of. Oder einfach alles, logisch. Was um die Liebe gegangen ist, sagen wir so. Ja, logisch. Und dann haben sich Sachen wiederholt, aber aus den verschiedenen Touren vorher, das ist ja doch, das ist schon 7 Jahre, wo das Ganze läuft. Nein, das ist, also gell, ich glaube immer noch, das ist sehr facettenreich, auch die Leute, die ich kennengelernt habe, das ist zum Teil, ich habe zum Beispiel so eine ganz lustige Freundschaft mit dem Bühne Huber, wo sich ergeben hat, wir haben uns einmal getroffen an einem Event
Und wir tauschen regelmässig SMS aus, fragen, wie es geht, Kinderbilder. Und es ist einfach etwas, wo ich so, gell, der Mann, der hat mich, ich habe eine Gesangsausbildung gehabt und der hat mich begleitet, gell, und jetzt kommt da ein SMS und dann erscheint der Name, das ist zum Teil immer noch etwas. Oder auch der Emil. Yeah. Dass ich den Emil habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Und das ist einfach etwas, wo ich zum Teil so das Gefühl habe, hey, irgendwann finden die Leute raus, dass ich das alles gar nicht so gut kann. Und dann hört das wieder auf. Also das nennt sich in der Psychologie nennt sich das Imposter Syndrome. Das ist mir logisch. Ja, dass man das Gefühl hat, ich schnall hier nicht. Ja, gell? Ja. Irgendwann kommt der Moment, wo sie, irgendwann finden sie es raus. Ja, gell? Ja. Gell? Aber das höre ich von vielen, wo halt, vor allem in der Comedy, weil mega oft, ist auch bei mir der Fall gewesen, mega oft hast du jemanden in der Schule, meistens sogar noch einen guten Freund oder so, wo in deinem Kopf und sehr offensichtlich auch für ganz viele andere Menschen in dieser Schule der Lustiger ist. Ja. Weißt du? Und durch das ist dann eigentlich schon die alte. Also bei mir kann ich sagen, hat Raffi geheißen. Ja. Wirklich wahr? Nein, hat Raffi geheißen. Ja. Und Raffi und ich, wir haben immer irgendwie in der Orientierungsschule, haben wir mit der Zeit einfach so Sketches machen, irgendwie im Deutsch und im Englisch, wenn es irgendwie so Gruppenaufgaben gegeben hat. Oder? Und das hat sich dann auch mit der Zeit so entwickelt. Dass dann einmal hat die Lehrerin gesagt, also zuerst machen die zwei, dann die. Und am Schluss, euch sparen wir auf bis zum Schluss. So quasi als das Highlight. Comedy-Duo, ja. Weil wir haben dann zum Teil auch die Aufgabe gar nicht wirklich umgesetzt und wir haben auf den neuen Sketch gemacht. So, oder? Und ich habe immer das Gefühl, er ist viel lustiger. Er ist der, der das müsste machen. Weißt? Und dann nachher irgendwann ist 12 Jahre später und du hast das erste Solo-Programm und dann kommt immer wieder das Gefühl von, irgendwann finden sie es aus. Ja, gell, und also einfach zu dem Thema, ich bin mit dem Gabriel Vetter ins Gymi. wieso habe ich echt 10 Jahre gebraucht, bis ich das herausgefunden habe, dass ich das auch... Nein, also wir sind in unterschiedlichen... Wir sind zwar im gleichen Typus gewesen, aber in unterschiedlichen Klassen. Yeah. Ja. Ja, wir haben zusammen die Matur gemacht. Ja, egal, es ist eben... Also ich habe nach wie vor wahnsinnig Freude an dem, was ich mache. Mhm. Also es ist etwas, was ich wirklich Berufung würd nennen. Aber eben nach wie vor gibt es auch immer wieder Momente, wo ich denke, hey, wenn jetzt Facebook von die Hunde geht. Also ich glaube, ich würde auch dann Alternativen finden. Es wäre einfach viel anstrengender. Und jetzt gerade, wo die Lesungen weggefallen sind, das war für mich schon noch schwierig gewesen. Yeah. Also nicht nur einkommenstechnisch, sondern auch rein vom Selbstwertgefühl. Also nach der Geburt, dann, also nach dem Mutterschaftsurlaub wieder anfangen zu arbeiten, das hat mir sehr gut getan. Mhm. Wieder mal duschen. Highlight. Ja. Wir sind zu Basel sind wir in eine neue Wohnung gezogen, meine Freundin und ich. Und das hat irgendwie so nach 2 Wochen oder so, hat es irgendwie recht so nach Raststätte geschmeckt im Bad. Wie schmeckt Raststätte? Ja, so nach italienischer Raststätte oder so, in dem Stil. Und das ist auch wieder so. Das ist ein bisschen Kanalisation, so ein bisschen, oder? Und dann sagt sie, was ist das? Und dann sage ich so, ich glaube, wir duschen zu wenig. Ist das während Corona gewesen? Ja, hat sich dann herausgestellt, dass es tatsächlich so ein Verschlussding nicht gehabt hat im Abfluss, was es gebraucht hätte. Ja, schön! Aber ich habe zuerst das Gefühl gehabt, ich glaube, wir duschen. Ich glaube, wir sollten wieder mal duschen. Ja, das ist wirklich jetzt so, ich sehe einfach die Leute, die es langsam so ein bisschen verkehren. Ja, wobei jetzt hat sich so, also hat sich wieder besser. Ja, alle gerade. Ich habe jetzt heute Nachmittag auch wieder einen Coiffeur-Termin. So. Ich fand lieber zuerst noch 2 Stunden filmen lassen. Genau, ja, ich habe mir gefilmt. Ich habe gedacht, ich setze mein schönstes Radiogesicht auf. Nein. Kann ich das zu wenig kommunizieren? Haben die Leute das Gefühl, sie werden nicht gefilmt? Vorletzte Woche oder so hat Lara Stolk... Ich habe gar nicht überlegt. Aha. Ich bin einfach gekommen. Ich schicke immer noch extra alle Links und so, aber... Ich glaub, ja, es schaut doch nicht. Guilty! Oh, so. Wir haben sicher schon, ich schätze, 1,5 etwa. Nein? Mehr, 1,47. Mehr, 1,42. Was? 42. Gut, wir haben aber wahrscheinlich etwa noch 10 Minuten davor. Ja, wir haben vorher einfach noch gelabert. Genau, haben wir einfach noch so gelabert. Aber es ist der... Ah, ja, das ist ja 1. Ich habe gerade gesagt, 12. Gesagt. Oh nein, das lange gar noch nicht. Joel, Polka. Das ist schon unser Safe Word, Polka.
Nein, was hast du sagen als Codewort? Mach weiter, dann kann ich gesagt, ja. Mach weiter. Ich wollte noch ein bisschen. Das geht alles in die falsche Richtung, ich merke. Nein, irgendwie. Komm, wir machen noch ein bisschen länger. Weiter. Ja, wir machen noch ein bisschen länger. Safe Word zum Aufhören weg sein. Hey, machen wir noch ein bisschen länger. Ja. Nein, ist gut. Nein, ist gut, es langt. Jonny. Wunderbar. Joel. Vielen Dank. Ja, gern. Sehr gern. Unterhaltsam und aufschlussreich gesehen. Danke gleichfalls. Und hoffentlich ganz bald wieder tolle Lesungen. All the best. Dir auch. Bis bald.